hört eine Stimmenreich-Produktion. Herzlich willkommen zu Gala bedient in der Podcast-Quiz-Show, deren Name ein Anagramm des Originals ist. Ich bin Max Snyder, euer Moderator, und heute dabei live vom virtuellen RC3 im Sendezentrum mit dabei der Holm. Hoho. Und der Oliver. Hallo. Und der Uwe. Hi. Und ich habe den Namen vorhin schon gehört, aber vergessen. Schatzilla. Schatzilla, okay. Hallo. Sehr cooler Twitter-Nick, okay. Ja. Wir machen nochmal eine ganz gemütliche, ganz normale Sendung zum Jahresausklang. Und ganz kurz für die, die hier zuhören oder schauen. Wir sind hier ein lustiger Rate-Quiz-Podcast, orientiert an einer ehemaligen Fernsehsendung, die zwischendurch mal wiederkam, auch schon wieder eingestellt ist. Wir haben sie überlebt. Und ich habe im August habe ich aus einer Excel-Tabelle ein kleines Turnier gemacht. Beziehungsweise habe festgestellt, so irgendwie die Leute, die Dinge erraten haben und die daraus ergebenden Punkte, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn mit der Anzahl, wie oft sie hier zu Gast waren. Und dann haben wir nochmal ein kleines Turnier veranstaltet, aus dem der Philipp als Sieger hervorgegangen ist. Auf Platz 2 hat's. Ich hab's noch nicht gehört, jetzt Spoiler. Auf Platz 2 hat's jemand anders geschafft und auf Platz 3. In der ersten Sendung hat er schön rumgejammert. Ich schaff ja eh nix und so. Und dann die ganze Zeit. Ja. Genau. Gibt's alles schon nachzuhören auf galabinitin.de oder, um's kürzer, besser notierbar zu machen, nichtgenialdaneben.de. So. Ist gar nicht so alt. Habt ihr euch vorbereitet? Das wäre ja eine Frage für die vorherigen Sendung gewesen. Ich habe alle Folgen der angeblichen Vorlage nochmal geguckt am Wochenende. Alle. Sehr schön. Ich habe übrigens für falls mir mal die Fragen ausgemacht, mich inzwischen vorbereitet und habe hier ein Buch. War Weihnachtsgeschenk, oder? Für mich selbst, ja, genau. Von mir, für mich. Habe ich mir selber geschenkt. From you to you. Genau. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Wir machen wieder 10 Minuten pro Frage und wir fangen mal mit einer schönen Frage an, die ihr auf jeden Fall, das könnt ihr auf jeden Fall wissen. Jetzt muss ich hier nur gerade mal so halb an meinem Mikrofonarm auf meinen Monitor vorbeischauen. Die Frage finden, wo ist sie denn? Also die erste Frage ist, also wo ist die Frage? Hey, genau, genau. Hinter Mikrofonarm. Hinter Mikrofonarm, ja. Hier fliegt im Raumschiff. Links. Hinterm Mond, da ist links. So, ich habe mich, glaube ich, noch mal ein bisschen leiser gestellt, weil ich hier ein bisschen in den roten Bereich bin. Ja, so ist besser. Und zwar, die Frage ist, wie erlangte eine US-Gartenbaufirma im Jahr 2020 unerwartet viel Aufmerksamkeit? Was? Im Jahr 2020. Es gab die Teile schon mal nicht mehr. Corona. Die haben irgendwas gebaut, was nicht mit Garten zu tun hat, sondern Filter oder so ein Quatsch. Coroni Pampeloni. Was, das sind meine Kosenamen für dieses Drecksding. Coroni Pampeloni, The Corones. Eine Gartenbaufirma. Ja, eine US-Gartenbaufirma. Kennt man die auch in Deutschland? Ja, nicht nur in Deutschland vermutlich. Also. Gardena. Gardena. Welche gibt's denn noch? Oh, nee, das ist ein im Jahr 2020. Baumarkt. Ist es überhaupt pandemiebezogen? Nein. Oh. Ach so. Also okay. Nichts mit Corona im Namen oder sowas. Hat es was mit dem Jahr zu tun? Die hatten so ein dämliches Jubiläum.
Es hat was mit dem Jahr zu tun, aber nee, es hat nicht, also die Firma hatte kein Jubiläum. Es hat was mit dem Jahr zu tun. 2020. Ja, 2020 war nämlich das Jahr, in dem die alten E.T. Atari-Spiele ausgegraben wurden. Und diese Gartenbaufirma hat das gemacht. Ich hätte gedacht, das war das Untergangsjahr. War das nicht? Ich dachte, das war 2012. Welches war 2012, oder? 2012 war das, oder? Ich vergesse, ich bin alt. Genau. Wir sind vergessen. In der postfaktischen Ära. Da kann man auch sind ja alle schon tot. Antworten auf. Wie bei Lost. Oh, jetzt haben es geschafft. Die haben es geschafft, eine fleischfressende Pflanze zu züchten, die laufen kann, und haben damit die Apokalypse ausgelöst. Ich glaube, das hat Bruce, bekommen. Bruce Willis hat es dann abgewendet in letzter Sekunde. Ich dachte an einen Schwarzenegger. Oder den Zwilling. Get to the Chopper. Was? Oh Gott. Get to the Chopper, und damit meint er eigentlich ein Schnittwerkzeug und die Pflanzen alle so. Chop, chop, ja, ja. Es gibt jetzt irgendwie für dieses Panzer-Online-Spiel gibt es gerade Werbung. Und da macht Arnie auch Werbung für und haben halt diesen, er sagt, geht zum Panzer. Und also sie haben es auch eingedeutscht. Und get to hat das sich wenigstens selbst synchronisiert. Get to the Tank. Ich glaube nicht. Nee, das würde man hören, glaube ich. Dass dieses Gebabbel von ihm, dieses Schweizer Englisch. Du raubst uns unsere Zeit. Ja, aber ich. Also, Gartenbaufirma 2020. Welche Gartenbaufirmen gibt es, die in Deutschland und in England vertreiben? Von den Gartenbaufirma. Ich bin so irritiert, weil sowas wie Gardena ist ja eigentlich nur ein Hersteller für. Die machen ja also ist das, Zeugs. Ist das so eine klassische, die kommen mit einem Bagger und baggern dir ein Loch in den Garten, damit du einen Pool da reinbekommen kannst. So eine Firma. Das weiß ich nicht. Cut ist Baustelle, ne? Dieses CAT mit diesem Geld. Oder ist es eher im größeren Maßstab? Ich glaube eher kleiner. Eher kleiner. Ist das ein kleiner Laden oder ist das eine große Kette? Ist, glaube ich, ein kleiner Laden. Keine Kette. Davon haben wir gehört. Die haben bestimmt irgendwas Besonderes angelegt oder sowas. Vielleicht. Gartenzwerge? Nein. Haben sie was Besonderes angelegt? Die haben den größten Bonsai der Welt gezüchtet. Der ist 25 Meter hoch. Und dafür sind sie ins Guinness Buch der Weltrekorde gekommen. Haben sie was gefunden? Schon nach der Taste guckt. Ich tippe hier nebenbei. Und weise die. Haben sie was gefunden beim Verrichten ihrer Arbeit? Mm-mm. Und das war, sie haben das Garnschenzimmer entdeckt. Oder so. Nein. Ja. Haben sie was getan? Haben sie was vollbracht? Etwas gepflanzt? Geschaffen, sagen wir es so. Mm-mm. Nein? Okay. Hat es was mit dem Namen mit ihrem Job zu tun? Ist das die Friedhofsfrage? Nein. Hätte ja sein können. Pflanzen hat es überhaupt was mit ihrem Job zu tun? Oder hat es mit ihrem Namen zu tun? Mit dem Namen, ja. Okay. Aha. Also so wie Corona-Bier sich irgendwie erst schlecht und dann richtig gut verkauft hat, ja. So ging es dann der Gartenbaufirma. Okay. Es hängt auf jeden Fall am Namen, ja. Aber es hat nichts mit der Pandemie zu tun. Hat nichts mit der Pandemie zu tun, nein. Aber mit dem Jahr. Oder hätte es auch in einem beliebigen anderen Jahr gewesen sein können, nein. Was gewesen nee. Ist. Es musste in dem Jahr also, sein. Also, ne? Ich hätte... Gibt es einen Gartenbaumarkt, der Zoom oder sowas heißt? Irgend so ein dämliches irgendwas oder Jitsi oder was? Und dann ist das irgendwie so eine Namensdopplung gewesen? Nee, war das dieses Apple-Ding oder so, wo doch irgendwer geklagt hat, irgendein Großkonzern, irgendein Tech-Konzern hat doch geklagt, weil es gab eine Namensdopplung. Meta, das war doch dieses dämliche Logo oder sowas, wo die gesagt haben, ja. Das sieht aus wie das Meta-Logo. Das war ja jetzt aber jetzt. Ist es aber also, nicht. Ja. Das war erst vor kurzem. Die zwei Jahre Corona kommen mir vor wie eins, immer noch. Das ist unnormal. Hat es was mit... Also,
Also es hat ja nichts mit dem Jahr an sich wirklich direkt zu tun. Es hat, sie haben nichts geschaffen oder sonst irgendwas. Es hat was mit dem Namen zu tun. Ja. Mit dem Firmenlogo, aber nicht auch. Ich glaube nicht, nee. Also nicht so was wie dieses Meta-Ding. Mm-mm. So, da muss ja was anderes passiert sein. Oder es muss was anderes rausgekommen sein. Es war irgendwie, wir hatten letztes Jahr das Jahr der Eule und die heißen Eule Gartenbau und Kopagie. Das ist auch nicht, hat es was mit einer Klage zu tun? Nein. Okay, nein. Dann ist gut. Also, dann ist es schlimm, dass es nicht halt. Der Name hat anscheinend dafür gesorgt, dass man, dass diese Gartenbaufirma total viel Traffic im Jahr 2020 bekommen hat. Na gut oder schlecht, das ist das Problem. Das kann ja auch schlecht gewesen sein. Okay. Sie haben positive Aufmerksamkeit bekommen, kann man sagen. Positiv. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe schon, also bitte nicht in den Chat gucken. Ja, da hat es gerade jemand schon gesagt. Ich bin nicht im Chat. In welchem Chat? Ich habe drei Browser-Dinger auf. Sind da überhaupt so Figuren? Garten, so, wir sind ja nicht im Finale oder so. Du kannst uns ja auch Tipps geben. Ich könnte auch hoheckern. Mach doch mal. Hat es was mit einem Hotel zu tun? Ja. Hat es was damit zu teilen, dass es denselben Namen hat wie ein Hotel? Ja. Marriott Hotel, Hilton, Ibis, Adlon. Adlon kann nicht sein. Plaza. Okay. Ich würde dann lösen, wenn ich schon den Counter hier höre. Ja, darfst gerne. Hast du das gegoogelt oder weißt du? Nein, ich wusste es in dem Moment, wo die Frage gestellt wurde, weil ich das damals mitbekommen habe und total witzig fand. Donald Trump wollte eine Presseerklärung geben und dann haben sie, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, was, Four Seasons oder sowas? Ja. Und statt Four Seasons haben sie ein Four Seasons Gardening reserviert oder sowas und dann ist der Donald. Die Firma ist Four Seasons Total Landscaping. Und er hat das dann eiskalt durchgezogen, hat dann vor diesem Laden seine Ansprache, seine Presse vor einem Konferenz gehalten. Und hat dann aber auch eiskalt behauptet, das war von vornherein so geplant und das war gar keine Verwechslung. Direkt neben dem Laden übrigens ein Pornoshop und ein Krematorium. Übrigens, Sodom oder Gomorra. Aber, also, das wer ist das aber auch dieses diese Story mit. Nee, das war nicht das Interview, wo die danach dann ist gut möglich, was, Holm, wo die mit denen gesprochen haben und der doch gesagt hat, nö, also die Tests, wie die gemacht haben mit mir und dass sie dann mir Antworten gegeben haben und ich sollte auswählen, das war nicht dort, ne? Das war in Washington, wo die das gedreht haben. Das sah so nach Garten aus. Das weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es sind auf jeden Fall mindestens drei Mitarbeiter, also zumindest so feste Kern ist, glaube ich, ein Familienunternehmen auch, ich weiß gar nicht genau, die haben von der Medienco die goldene Kuh 2020 gewonnen. die haben die letzten Jahre immer so irgendwie die lustigsten Medien-Coup irgendwie verliehen und zuletzt war es halt meistens irgendwie entweder Rocket Beans TV oder irgendwer aus dem Joko und Klaas Umfeld oder Jan Böhmermann irgendwie und da haben sie letztes Jahr beschlossen, ach das Jahr war so beschissen, jetzt geben wir denen irgendwie den Preis, weil es einfach so lustig ist irgendwie und ja, haben sich auch ganz toll gefreut. Ich habe ein Video damals gemacht, kann man auf dem Instagram-Kanal von der Medien-Coup sich anschauen. Und ja, also ich fand es auch total witzig, dass da auf jeden Fall jemand irgendwie die falsche Telefonnummer oder ich weiß nicht, irgendwie gegoogelt hat, Four Seasons und irgendwie das nächstbeste angeklickt hat oder bei der Auskunft irgendwie angerufen hat, ja, geben Sie mal die Telefonnummer vom Four Seasons und da hat irgendwas falsch verstanden und ja. Ich muss aber sagen, Upsi. Ich frage mich bis heute, wie das passt, also die rufen dort an und sagen, wir würden hier gerne aus dem und dem Grund eine Veranstaltung machen. Und irgendwer in diesem Gartenladen dachte sich so, ja klar, geil. Ja, ist hier okay, das ich pack das so ein. Ist vielleicht gut für die Gartenlobby.
Oh, Moment. Haben also gedacht, wir holen ihn mal her. Wir holen den mal her und dann kann der sich mal angucken, was, wo uns das Geld fehlt. Ja. Moment bitte, ich schau nach, ob unser Parkplatz noch frei ist. Wann genau war das? Ja, wir sperren mal die Parkplätze der Führungsetage ab. Ne? Die stehen schön auf der Rasenfläche. Das ist eine Stadtbegrünung. Das war ja wirklich eine Gegend. Also der Secret Service hat, also ich, mir wäre mulmig, in der Gegend sich überhaupt aufzuhalten. Also, wegen dem Krematorium? Genau. Ja. Ja, ich hatte also tatsächlich gedacht, dass noch einer mehr, also dass ihr relativ schnell, ah, oh, das war doch hier, das, ja, aber gut. Ich hab doch... Sicher, dass das 2020 war? Das wird ja jetzt erst 3 Jahre her. Ja. Ich habe auch. Ja. Das ist so toll. Ich hätte es eher irgendwie in 19 gelegt oder jetzt irgendwie in. Ja, aber es ist. Also alles. Ich habe den einfach gelöscht aus meinem Kopf. Deswegen sehr, weiß ich, sehr, das sehr wild, ja. Verdrängt. Das würden wir alle gerne. Ja, das ist ja psychologisch konform. Gut. Hast so einen Aktenschredder. Hier unterm Tisch. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was ist ein Taschenschreier? Ein sogenannter Taschenschreier. Ein ist Taschenschreier. Ist das so ein Ding, dass wenn jemand die Handtasche klaut und so... Ey, du Dreckschwein! Das kam tatsächlich in der Originalsendung, glaube ich, auch als erstes gleich so ein... Wo dann Heller von Sinn auch gleich so schön dieses Geräusch nachgemacht hat. Ein Taschenschreier. Aber es gibt auch so ein Gerät, was, wenn du als... Opfer quasi irgendwie die Möglichkeit brauchst, ein relativ lautes Geräusch zu machen, wo du drauf drückst und das dann einen unfassbar unangenehmen Ton macht. Das ist ein hohes Fiepen, glaube ich. Ne? Das ist es nicht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also ist es, also es geht auf jeden Fall um ein Gerät, das Geräusche von sich gibt in möglichen Gefahrensituationen. Ach so. Aber wenn es keine sexuellen Übergriffe sind, für die sowas ja, also nicht nur, aber auch so, ne, dunkle Straßenecken und so, dann ist es vielleicht etwas für in so einem Lawinen-irgendwas-Fall, Havarie-Gedöns, dass man sagt, irgendwie man, wenn man eingeschneit ist oder so, dann, aber das hört doch dann keiner, das ist voll dumm. Die haben doch GPS. Nee, ob das, wenn das Telefon aus ist, GPS weg. So, wenn man davon mal ausgeht. Ja, aber diese. Ja. In die Jacke eingenäht. Ich glaube, ein Lawinengebiet ist Schrei noch eher kontraproduktiv. Ja. Echt? Ja. Genau. Machst deinen Mund auf, hast du geschläft. Aber das Ding schreit ja für dich, damit du den Mund zulassen kannst. Achso. Schrei doch mal einer, damit wir hier aus der Lawine rauskommen, ja. Ist ein Taschenschreier... Ich hab's geschafft! Ja. So ein Knopf. Ich kenne ja so Marktschreier. Ist ein Taschenschreier einfach jemand, der auf so einem Markt steht und dann so, hier, Fisch, Aal, was auch immer, hier, keine Ahnung was. Und dann so, hier, ich hab die geilsten Taschen... Nachahmung. Nimm doch eine Tasche für die Mutti mit und eine für die Schwiegermutti. Und wenn du die jetzt sofort nimmst, dann werfe ich dir diese Einkaufstasche noch drauf. Hier noch eine Aber ein Taschenschreier ist nicht ein anderes Wort, was irgendwann mal im Duden gelandet ist, für ein Telefon. Vor allen Dingen, wenn sie aber Sparabonnement drin hat. Nein. Ich hab dich lieb. Das würde ich als Taschenschreier bezeichnen. Was für ein Taschenschreier hast denn du? Hast du schon Neues? Dieses Jahr Generation? Ah, cool. Wenn das ein Schnapper ist, dann ist das der Taschenschreier des Monats. Und das ist ein richtiger Schnäppchen. Vielleicht Aldi ist das was. Oder Lidl vielleicht oder Supermarkt ihrer Wahl, natürlich. Vielleicht ist das was man in die Handtasche tut und wenn sich das extrem weit von einem entfernt, macht es ein lautes Geräusch. Und dann kann man dem Schrei hinterherrennen. Das nennt man AirTag. Das nennt sich AirTag, ja. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr eure AirTags nennen könnt. Taschen auch keinen auf jeden Namen Fall. Ja, aber die schreien doch nicht, oder? Schreihals 1, Schreihals 2, aber die können wohl piepen. Also das Gerät, was wir suchen, schreit an sich auch nicht. Also das Aber es macht ein Geräusch, so? Oder? Es macht ein Geräusch, ja. Okay. Das ist aber jetzt... Das ist laut. Laut? Sollte laut sein, wenn es nicht schreien kann. Ja. Hörbar. Ja, hörbar auf jeden Fall. Also das ist auch für Menschen hörbar oder für... Ja. Vielleicht ist es ein Baby in so einem Tragetuch.
Nein? Nee. Das ist ein hungriges Baby in einer Tasche. Das ist ein Taschenschreier, ganz einfach. Hat man immer dabei. Einigen. Auf jeden Fall. Schau mal, ich habe den neuesten Taschenschreier. Bei Ryanair ist es in der Hauptsaison günstiger, die Babys als Handgepäck aufzugeben, als ihnen eigene sind. Und dann hat man die als Taschenschreier, also... In Notsituation? Ich hätte das eher in Notsituation, wenn ich in der Deutschen Bahn einen Sitzplatz brauche. Dann setze ich mich daneben, dann starte ich meinen Taschenschreier und die Person, die neben mir sitzt, geht dann entnervt. Das mache ich immer in Ruhebereichen. Das funktioniert ja. Was? Also... Ja, eine nette Idee, aber das ist nicht. Ich weiß doch, dass es nicht stimmt, aber das war mein Pitch für HSE24. Ja, genau. Das hier kannst du dir aufheben für die nächste Staffel Die Höhle der Löwen. Aber braucht man dafür zwei Judith Geräte? Judith Williams kauft's. Nein. Okay, es reicht also eins. Es ist zur Abwehr, es ist laut. Zur Abwehr von was? Es ist zur Abwehr von also, Menschen? Ja, nee, ist nicht zur Abwehr. Dann ist es... Okay. Es ist, aber eine Notsituation. Es ist ein Alarm, ja, genau. Ja, Notsituation. Muss man mal Pippi? Also, naja, ich dachte jetzt auch an Easter. Naja, es gibt ja auch so eine Situation. Und wenn es zu feucht wird, dann fängt das Ding an zu schreien. Dann war es rechtzeitig Pippi. Ich glaube, das hätte ich in anderen Situationen nicht so gern in der Hose. Da wird es unangenehm. Schatz, was piept denn da so in deiner Hose? Weißt du Bescheid? Aber, also mal anders gedacht, ich habe jetzt immer an diese Island-Sachen und so gedacht, wenn da irgendwie Bären oder sowas sind, aber die lockt man da vielleicht eher an. Die schreibt man dann weg. Ich habe eine andere Vermutung. Ich glaube, ich bin auf einer, der Wowbagger im Anhalter durch die Galaxis, der flog ja durch die Galaxis, um alle Lebewesen zu beleidigen. Und der Taschenschreier ist jemand, das ist ein Trittbrettfahrer, der setzt sich in Taschen rein und wenn die Tasche geöffnet wird, dann wird man angeschrien oder du bist ein Trottel oder so. Das nennt man auch Geburtstagskarte. Das sind diese Karten, die man aufmacht und die dann mal diese Musik abspielen. Also ich kann euch auch ich kann euch noch den Tipp geben, dass Otto Normalbürger so ein Gerät eher nicht so bei sich trägt. Ah, Otto Normal. Also okay. Irgendwas. Das ist für also reiche Schnösel. Hat, das ja? Hat man sowas in der Industrie? Ja. Das ist ein Arbeitsutensil in irgendeiner Form. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist ein Arbeitsutensil eines Sicherheitsdienstes. Es ist eine Ultraschallwaffe, ein Taschenschreier. Das ist Periode. Nee. Das ist irgend so ein Ding mit Glas. Hast du jetzt da weggeguckt oder ich? Röhren, das nimmt man raus und das ist eine Ultraschallwaffe und die macht dann. Also Laserschwert für Arme. Ja. Ein Ultraschallschwert. Also ein Podcast-Laserschwert quasi. Also in der Industrie hat man es, aber das ist jetzt nicht speziell für die Industrie, ja? Es ist ein handwerklicher Beruf. Nein. Kein handwerklicher Beruf, okay. Ist es ein Messgerät, das irgendwie sowas trägst du mit dir und es reagiert, wenn Strahlung oder sowas zu hoch wird? Ja, das ist der Ersatz für den Kanarienvogel. Grube, ja. Jetzt ist das hat er durchgehen lassen, jetzt bin ich gespannt. Ja, also in Kraftwerken und Forschungslaboren, in denen Menschen mit radioaktiver Strahlung in Berührung kommen können, kriegt bei Störfällen jeder Mitarbeiter ein kleines Warngerät in eine Tasche, das laut piept, wenn der erlaubte Höchstwert an Strahlung überschritten wird. Wenn dieses Gerät in eine Tasche getragen wird und als Alarm aus der Tasche schreit, heißt es umgangssprachlich auch Taschenschreier. Und das wurde wahrscheinlich dann genommen in China, als Corona anfing und die Leute ihr Telefon genutzt haben, um zu wissen, ob das jemand ist, der Corona hat oder nicht. Dann sind die doch auch an Leuten vorbeigelaufen, die es hatten und dann ging das Telefon so los also mit so einer Sirene. Wie so ein digitales Pestglöckchen. Ja. Quasi. Was? Du hast doch keine Frage gestellt. Ich wollte gerade sagen. Ja, also, ja. Nee, das 10 Sekunden, ciao. Ja, ich muss noch den richtig Jingle-Button irgendwie koppeln mit stopp den Timer-Sound. Das sagst du seit 12 Sendungen. Ja, ich hab auf jeden Fall es gibt ja ein Ultraschall auf jeden Fall die Möglichkeit, sich ein Stoppe alle Soundboard-Sounds Button zu legen. Den habe ich jetzt halt hier nochmal im Einsatz.
Ja, ich kann das Soundboard noch ein Stück lauter wieder machen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wollt ihr eine Fußballfrage? Oh nee. Ja, doch, bitte. Ich mach Pause so lange. Bis später. Mann, ich weiß noch nicht, ob ich die mehr sterbe. Silke, du. Was weißt du da so viel von? Ich mag Fußball. Aber ich sei ja gegönnt. Nicht, dass ich viel weiß. Ich habe nur keine Ahnung von so Fachjargon oder historischen Fakten, deswegen bin ich. Ich kann abseits erklären. Das ist okay. Sehr gut. Ich kann's nicht. Gut, dann bekommt ihr eine andere Frage. Und zwar, warum musste sich im Jahr 2019 ein Gericht mit dem Satz "Früher war mehr Lametta" beschäftigen? Weil das bestimmt ein Zitat war, das woanders genommen wurde und das aus irgendwelchen urheberrechtlichen Gründen gesagt wurde. Das hat Loriot zuerst gesagt, er hat wer anders das in der Werbung oder so gehabt. Und dann gab es einen Lizenzstreit oder sowas. Ja, wo wer? Früher war mehr Lametta. Gott. Ich weiß, ich habe das in irgendeiner Werbung gesehen. Nein, also wer, wo wurde das benutzt? Praktika, Obi, irgendwas? Oder ein Discounter? Welcher Discounter könnte das denn sein? Penny. Bei einer Sportreportage. Günter Netzer hat gesagt, nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft, also jetzt muss ich mal irgendwas ausdenken, ich habe noch nie gesprochen. Hier ist nicht die Fußballfrage. Ne? Also ja, da muss man jetzt ja sagen, also früher war mehr Lametta und dann wurde das ZDF verklagt. Oder war es denn in Form von Werbung irgendwo verarbeitet? Nee. Nicht in einem Werbespot oder so. Mm-mm. Hat jemand den zitiert und dann nicht die Quelle benannt? Nee. Wofür könnte man denn geklagt haben, die Erben von Loriot tatsächlich? Persönlichkeitsrecht. Ja, das ist Urheber. Meistens Urheberrecht, nicht Persönlichkeitsrecht, weil dann hätten sie Loriot verunglimpfen müssen. Das klingt nicht so. Sondern die haben eher, also die Erben können die urheberrechtlichen Ansprüche dann auch geltend machen. Wahrscheinlich. Das geht, glaube ich, auf die über. Ich müsste aber nachgucken, wo. Ja, das geht auf die über. Halbwissen. Über gewisse. Ich habe es lange nicht gemacht. Über eine gewisse Anzahl von Jahren. Wahrscheinlich haben sie den Film selbst verklagt oder sowas. Ich glaube, 35 Jahre. Keine Ahnung. Nee, vielleicht. Aber das kann doch nicht gewesen sein, dass sie gesagt haben, die Ausstrahlungsrechte oder sowas. Doch. Das dürfte aber nicht mit dem Satz zusammenhängen. Das fände ich ein bisschen komisch. Also, dass sie mit ARD neu was verhandeln in mussten, in dass das weiterläuft. Nee, war nicht. Was denn? Also ein Gericht hat drüber verhandelt. Wurde der Satz in einer Form zitiert, dass ist das Erbe Loriots beschmutzt hat? Nö. Es wurde einfach nur der Satz verwendet. Ja, also ich glaube ungefragt, ohne die Erben zu fragen, dass das genutzt werden darf, weil man muss als Urheberin oder Urheber dazu zustimmen, das sind diese Nutzungsrechte. Und wahrscheinlich haben die Erben halt nicht gefragt. Die Frage ist nur, wer? Also öffentlich-rechtliche? Radio, Deutschlandfunk? Also es war ja keine Werbung, haben wir gerade gehört. Deshalb müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken. Also Radio-Interview. Okay. Wer hat denn geklagt? Hat jetzt irgendjemand geklagt? Die Erben von Loriot. Die Erben von Loriot haben geklagt. Okay, also es ging jetzt nicht darum, dass irgendjemand dann halt irgendwie die Geißen dann beschrieben hat und ja, die ist ein bisschen runtergekommen. Früher war da mehr Lametta oder so. Nee, wahrscheinlich haben sie Florian Silbereisen oder sowas verklagt, der im ARD oder ZDF irgendwas da also es war nicht, weil irgendwer den Satz irgendwo gesagt hat oder der Zweck entfremdet wurde. Die müssen das aus dem Originalwerk genommen haben. Weil wenn du das jetzt nur sagst, bist du ja nicht sofort dran. Genau, wen könnte man denn verklagen, weil er... Den Synchronsprecher. Nee, das hast du ja gesagt, keine Werbung. Sixt hat aber immer solche Werbung gemacht. Weil den Synchronsprecher kann nicht sein, das hat der Loriot gesagt. Ja. Dann müssten die Erben von Loriot ins Grab hineingeklagt haben. Ja. Das ist ein bisschen groß. Geht vielleicht. Heutzutage wundert mich gar nichts mehr. Nicht in Deutschland. Oder ein Ausschnitt irgendwo verwendet. Also wirklich dann... Das behaupte ich ja. Haben Sie verklagt wegen einer Tonspur oder wegen des Textes, der vielleicht irgendwo wegen sichtbar war? Wegen des Textes, ja. Okay, das heißt, es gab irgendwo ein sichtbar. Plakat? Nein. Theaterstück? Kein Plakat, nein. Irgendwo war dieser Text abgebildet, ohne dass ihn jemand gesagt hat und deswegen haben Sie geklagt? Ja. War es in einem Film drin?
Mhm. Im Hintergrund oder sowas? Mhm. Das war keine Werbung. Texte. Dann war das doch ein Artikel oder was? Zeitung. Mhm. Frankfurter Allgemeine. Bild. Mhm. Bild, ja. Telefonbuch. Also, ihr seid ja jetzt schon beim Druckerzeugnis, in Anführungsstrichen. Ja. Auf einer Website? Nee. Hab ich auch schon genannt. Also irgendein Zeitungsmedium. Poster? Mhm. Nee. Also keine Zeitung. Instagram? Keine Zeitung? Druck, also wir haben ja in sozialen Medien. Du kannst nachher mal zeigen, haben wir Bio-Lametta. Soziale Medien, okay. Früher war mehr Lametta in sozialen Medien. Nee, war nicht in sozialen Medien. Aber es war Druckerzeugnis wirklich im physischen Sinne. Ein Luftschlangenhersteller verkauft Druckerzeugnis im physischen Sinne, ja. Buch. Hier so ein Klatschmagazin, wie heißen die denn? In Touch. Nee, hier die Bunte, die Gala. Löst euch mal von dem also nicht zum Lesen. Oh, wahrscheinlich bei Spray. Oh, ist jetzt ja. Weil das T-Shirt wäre da drauf geschrieben. Die haben einen T-Shirt-Hersteller verklagt mit der Begründung, der Satz sei eine eigene Werkqualität im Sinne des Paragraphen 2 des Urheberrechtsgesetzes. Das ging erst ans Landgericht und dann an eine die haben das abgewiesen und dann nochmal an ein höheres Gericht. Die haben das dann auch in anscheinenden Instanz abgewiesen. BGH. Mit der Begründung, dem Satz allein fehle die hinreichende Schöpfungshöhe. Ja, jo. Hätte ich auch gesagt. Ganz, also ja, ich glaube, du kriegst mag eher... Mag sein, aber wer kennt den Satz denn und denkt nicht an Loriot dabei? Also. Ja, aber das Problem ist, dass Urheberrecht tickt ein bisschen anders, weil du nicht halt sagen kannst, man denkt nicht an den Satz, man denkt nicht an Loriot, wenn man nicht an den Satz denkt, sondern der muss ja so viel Eigenwert haben von Loriot selbst. Und das ist halt wahrscheinlich so ein alltäglicher Satz, weil der so eine Ähnlichkeit zum Alltag aufweist, dass der sich nicht genügend abgrenzen lässt. Deswegen kriegst du in Deutschland auch nicht einzelne Töne oder einzelne Wörter geschützt, sondern es muss immer noch so eine eigene Wortschöpfung sein, die es noch nicht so gibt. Und so ein Quatsch. Ja. Hätte jetzt behauptet, man kann mich danach auch schlagen dafür, ich bin ja... Ja, ergibt ja Sinn. Das ist das, was ich noch ein bisschen weiß. Ich habe gerade überlegt, wie ich darauf gekommen bin, als ich für einen Podcast gemacht habe zu Papa und Deportas, der noch auf Halde liegt, der muss noch veröffentlicht werden. Ich wollte gerade sagen. Da habe ich ein bisschen rumgeklickt in diesem Internet und bin wahrscheinlich darauf gestoßen. Oder in der Wikipedia, ich weiß gar nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist aber typisch. Solche Konstellationen, die sind sehr typisch. Ja, nächste Frage. Welches Highlight neben der Ben & Jerry's Fabrik besuchen jährlich ca. 2500 Menschen? Die Charlie und die Schokoladenfabrik. Entschuldigung, nicht 250.000 Menschen. Okay. Du meinst, das steht örtlich daneben, ne? Mhm. Ein Friedhof. Ja. Berühmter Friedhof. Ja, was ist auf dem Friedhof? Irgendeine Sakristei. Ach du Gott. Wahrscheinlich sind die Erfinder. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir bei Ben & Jerry's bei der Friedhofsfrage sind. Präsidenten. Das ist der Friedhof in Paris, auf dem Jim Morrison liegt. Das habe ich auch überlegt. Nee. Naja, aber dieser berühmte Friedhof, ne? Dieser fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mir auch nicht. Ich müsste es googeln, aber das wäre ein bisschen... Keine Ahnung. Also, es müsste eigentlich in Amerika liegen, Kalifornien oder sowas, hätte ich jetzt im Gefühl. Oder ist es ein sehr, sehr alter Friedhof? Ben & Jerry, ich glaube, die haben da irgendwo eine Freifläche gefunden, direkt neben Stonehenge oder so. Waldfriedhof. Die Gruft von Buffy. Doch, so ein Baumfriedhof, wo du nur unter Bäumen begraben werden kannst, würde zu deren Ethos passen. Ach nee, ich weiß es. Es ist ein Friedhof für die Eissorten, die nicht mehr verkauft werden. Ja, boom. Das habe ich auch mal gelesen. Ich habe das irgendwann mal gedacht, weil ich habe eine alte Eissorte gesucht und auf der Webseite gibt es so eine Art Friedhof und dann habe ich das mal gelesen und ich dachte so, die sind doch bescheuert. Ja, es gibt tatsächlich neben der Fabrik einen Friedhof, wo, du hast es gesagt, wo man auf Grabsteinen ehemalige Eissorten. Da ist noch irgendwie steht noch ein Gedicht drauf und ein Porträt mit Engelsflügeln. Wo kam das denn her? Sowas gibt es ja auch von Google, ne? Also für Google. Google Echt? Cemetery. Mit den A List of Dead Google Products and Why They Died. Müssten sehr viele sein, ne? Geil. Ich wollte gerade sagen, Picasa.
Vor allem müssten da auch viele stehen mit so einem Fragezeichen, so, ja. Also gefühlt tot, aber noch nicht tot gesagt, so, ja. So. Steht da dann auch der Satz, don't be evil, alleine? Der ist doch bei denen gewesen und der wurde rausgenommen. Ja, das haben sie rausgenommen, genau. Von 2006 bis 2019 haben sie 166 Produkte auf der Seite. Was? Meine Güte. Also, so ist das aber. Die lassen immer sofort alles schützen. Funktioniert, glaube ich, in Amerika viel so, dieses Lizenzgedöns. Das ist sehr schade. Es sind einige Produkte dabei, die wirklich richtig, richtig, richtig toll waren. Und jetzt sind sie halt dann weg. Ja. Liebe Grüße an den Philipp an dieser Stelle bei der nächsten Frage, der mir das erzählt hat. Also auch, ich glaube, in einer Nachbesprechung oder so. Oh Gott, nicht, dass ich die gehört habe. Das war nämlich die eine Nachbesprechung. Ich habe es schon wieder vergessen, glaube ich. Erzähl es. Ja, ich musste auch nachhaken. Ich hätte mir das nur grob aufgeschrieben. Und zwar, was für einen skurrilen Freizeitpark sollte es in den 70ern in den USA geben? Ich erinnere mich, glaube ich, dunkel an die Frage, aber nicht mehr an die Antwort. Aber Hauptsache, ich weiß, was über Eisfried Zombie-Park. Sehe ich auch aus. Skurrilen aber Freizeitpark. Aber vielleicht ist das nicht der Zombieland-Kram, der mal als Da gibt es bestimmt diese Törtchen. Twinkies? Nee. Ja, genau, Twinkies. Ja. Nee. Ja. Okay, schade. Also es gibt den Miyazaki-Park auf jeden Fall, aber der ist in Japan. Und es gibt ein Nintendo-Land, das ist auch in Japan, glaube ich. Aber das ist ja nicht skurril. Nee. Ja, also skurril ist noch... Friedhof schon wieder. Wurde auf jeden Fall auch moralisch fragwürdig hinzufügen noch. Hat was mit Toten zu tun? Mit dem eigenen Tod? Das nicht mit dem eigenen Tod, aber... So ein Mordfreizeitpark. Ja, das Motto... Mit Toten indirekt, ja. Also, was heißt das Motto des Freizeitparks ist, alle Attraktionen haben was mit nicht mehr existierenden Google-Produkten oder Ben Jerry's Sorten zu tun. Das ist gleich daneben. Genau. Neben dem Friedhof ist dieser Freizeitpark und man fährt da dann halt auf den Attraktionen. Wenn man bei Ben Jerry's 5 Becher kauft, dann kriegt man ein Freiticket. Du kannst alle Morde, die du jemals in Filmen gesehen hast, nachspielen. Okay, dafür bin ich eigentlich. Das sind nein? Viele. Okay, ich sag bloß Saw Teile 1 bis 8 mittlerweile, glaube ich. Oh, geil, dieses Spritzenbad. Naja. Sterben Menschen oder Tiere? Irgendjemand stirbt, Menschen. Oder? Ja, Menschen. Ja, genau, sterben. Irgendjemand stirbt, ja. Also es geht nicht direkt ums Sterben, aber The Green Mile, der Freizeitpark? Das worum es geht, handelt auch vom Tod. Nuclear Wasteland. Da sollte ein postapokalyptischer... Doch. Ja. Tschernobyl. Tschernobyl-Freizeitpark. Keine Ahnung. Das war in den 70ern. Tschernobyl war in den 80ern. Das war aber irgendwas mit 70ern. Radioaktiv. Taschenschreier sind doch verboten. Zu tun. Darf man nicht mitbringen. Es gab ja damals auch in so den 70ern. Tierkasten mit Radium drin und so. Also Kalter Krieg, früher, Vietnam. Ich weiß es wieder. Fuck. Jetzt habe ich es gesagt. Soll ich sagen? Das war der Vietnamkrieg-Park. Ja, genau. Echt? Ja, da habe ich mich, glaube ich, noch aufgeregt und gesagt, die schaffen es ja auch nicht so gut, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Ja, genau. Also es sollte tatsächlich einen Themenpark geben, New Vietnam. Wo Besuchern gezeigt werden sollte, wie der Vietnamkrieg so war. Also, okay. Wo dann auch Schauspieler irgendwie Gefechte mit Waffen nachstellen sollten. Also, geil. Also ja, gut, so hier irgendwie wenn irgendwie der Bürgerkrieg nachgestellt wird oder so, gibt es auch immer diese historische Ereignisse nachgestellt werden. Na, auch diese, die Kulturen gibt, ja gibt's, selbst. Gibt's, also gibt's nicht ja auch hierzulande, ne? Sowas, klar, sowas kann es geben, aber dann gerade aus dem Vietnamkrieg einen Park zu machen, Ja, vor allen Dingen, weil das doch mit den Napalm-Sachen war, ne? Der das Krieg? Ja, ich verwechsel das auch. Das ist da dieses mit den zwei ganz bekannten, dieses brennende Kind auf der Straße, glaube ich.
Ich glaube aber, das ist historisch falsch eingeordnet. Ich glaube, da mal irgendwas gelesen zu haben, dass das gar nicht da entstanden ist, sondern viel eher oder inszeniert oder sowas. Naja. Gut, aber der Park, der sollte ja direkt angesiedelt werden neben dem anderen Kuriositätenkabinett. Da wird behandelt Hiroshima 45, Tschernobyl 86 und Windows 95. Windows 95 wäre ich fast dabei. Aber Windows Vista! Okay. Ich bitte dich. Windows Vista ist dann der Endgegner. Oh ja. Millennium. Windows ME. Das oh, das fand ich... Das war mein erstes Windows, an das ich mich 98 XP, 7 aber ich möchte mich entschuldigen, es gehört sich nicht Windows 95 in irgendeinen Vergleich zu stellen mit Hiroshima oder Tschernobyl. Windows war schlimmer. Aber Vista fühlte sich an wie das digitale Pendant, glaube ich, dazu für alle, oder? Also für mich war es einziger Abfuck. Das war schlimm. Ich hatte meine Ausbildung damals eine Mitschülerin gefragt, so ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe und der downgrade-fähig sein soll auf XP. Und ich so, okay. Ja. Also erstmal in seinem Kopf so, okay, das ist auch beim Otto Normal irgendwie gerade angekommen, dass es das gibt. Und mache ich so, ja, das frag halt den Mann im Mediamarkt, der wird das im Zweifelsfall sagen. Oder ich war bestimmt auch Aufkleber drauf auf den Geräten. Das ist ja, das ist dann immer dieses fluoreszierende XP-Ding, dieses rechteckige. Aber das war tatsächlich ein Ding, ne? Also Microsoft hat mitbekommen, dass Vista so schlecht ankommt bei den Leuten, dass es die Möglichkeit gab, mit der ein Downgrade auf Windows XP zu machen und dann halt den Lizenzschlüssel für Vista dafür nehmen zu können. Das hatten sie tatsächlich gemerkt. Gut. Wir kommen zu einer etwas schöneren Frage. Und zwar, was ist eine Schminkbrille? Eine Schminkbrille? Oh bestimmt ist das sowas, irgendwas, was man... Sag du zuerst. Ich hab was schon man zwei sich Seiten. Aufsetzen kann. Ich bin ja selbst Brillenträger und es ist einfach unfassbar schwer, sich damit zu schminken. Ja. Also wahrscheinlich gibt es irgendein Utensil, das du benutzen kannst, was wahrscheinlich so sitzt. Wie auch immer, dass du dich schminken kannst, ohne deine direkte Brille aufzuhaben. Früher nannte man Schminkbrille, seit Corona nennt man es Face Shield und es wird für einen vierfachen Preis verkauft. Das ist ein Stück weit von dir weg und dann du hast das Ding auf und da ist ein Spiegel drin. Du kannst dich schminken und siehst in diesem Face Shield, siehst du dein Gesicht und kannst dich quasi schminken to go beim Autofahren oder beim, falls du Pilot bist und kurz beim vor der Landung. Beim Autofahren schminken mit Wicker. Also ich glaube aber, dass das für kurzsichtige Personen ist. Ihr habt jetzt so grob beide das schon genannt. Das ist tatsächlich eine spezielle Brille, die man sich aufsetzt, zusätzlich zu seiner normalen Brille. Und dann kannst du jeweils immer ein Glas runterkippen, dich schminken, hast weiter deine Brille auf und dann kannst du das andere runterklammern und ja. So. Ja, für Lidschatten und Wimperntusche ist das echt ein Ding, glaube ich. Ich mache das immer so. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie benutzt. Ich gucke eine haufenweise Videos mit sowas. Aber die meisten nehmen, glaube ich, tatsächlich auf eBay, wenn man da noch googelt. Echt? Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ich kenne nur diese Chanel-Brille, die aktuell umgedreht getragen wird. Also in der Originalshow sah das, was Hugo da hatte, noch ein bisschen skurriler aus. Haben sie wahrscheinlich das hässlichste Modell genommen, damit es ein Aha-Effekt hat. zum Visualisieren auch ein bisschen. Das sieht aber wirklich ein bisschen aus wie die Chanel-Brille. Habt ihr die mal gesehen? Nein. Das sieht ein bisschen aus wie die Brille von Dr. Snuggles. Chanel Upside Down Glasses. Eine Schminkbrille. Die ist richtig teuer. Oder war das Chanel? Mann, welche war denn das? Also ich wollte nur mal erwähnt haben, eine Brille einfach nur mit Gläserstärke ist auch echt schweineteuer, auch wenn die Chanel draufsteht. Ja. Hier, diese Brille geht gerade, Gucci war das, diese Brille geht durch alle Medien aktuell. Ich weiß nicht mehr, was sie kostet, aber die kostet, also du kannst rein theoretisch eine Brille auch umdrehen. So, wo schmeiße ich denn das jetzt rein? Hier mal in den Chat von uns denn. Und die geht... Ja, die geht halt durch alle Medien. Das ist ein scheiß langer Link. Holy shit. Die sieht halt einfach aus wie, es ist so eine 80s, 70s Brille umgedreht. Und die ist richtig teuer. Gucci. Ach Gott. Oh Gott. Okay. Ja. Und das denkt jeder aktuell. Es gibt haufenweise Memes mittlerweile.
470 wie, Pfund. Das sieht aus, sieht ein bisschen aus wie entlaufene Cosplayerin aus Hogwarts oder so. Also. Ja. Trelawney upside down. So. Ja, so, also ein bisschen Cyber, so Trelawney. Die Tochter von Trelawney oder so. Ja. So sieht sie aus. Tribute, sozusagen. Daran erinnert mich das, weil das, ich habe eben Sachen gesehen, die sahen sehr ähnlich aus mit diesen Bögen unten dann halt, wo das abgeklappt werden kann. Das wäre fast eine Frage, warum für in ein paar Jahren, da werden sich die Leute vielleicht an diese Brille erinnern, warum die so teuer war. Gut. Oder warum die so komisch war. Nächste Frage. Was ist ein Schlafbursche? Ist das der Typ, der einen weckt, wenn man eingeschlafen ist und nicht einschlafen darf? Mm-mm. Du darfst jetzt nicht einschlafen. Hier im Narkoseraum, ne? Irgendwo. Ja, wenn du in Narkose nicht einschlafen sollst. Ist das ein anderer Begriff für diese Menschen, die einen das Schlafmittel... Wie heißen die denn nochmal? Anästhesisten. Der Schlafbursche ist der kleine Cousin vom Taschenschreier. Nur, dass er die Leute im Schlaf beleidigt. Oder für jemanden, der ganz gut umgehen kann mit... Du bist ein Arschloch. Wie heißt das? Chloroform. Da gab es auch mal so eine X-Faktor-Folge. Ist es eine Person? Ist übrigens ein hervorragender Tipp für ein gesegnetes Weihnachtsfest. Schau mal, Schatz, riecht der Lapp nach Chloroform? Gottes Willen, das mache ich zu Hause. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Wenn ihr noch um 22 Uhr seid, ihr wisst schon, abschalten. Beschwerde-E-Mails bitte an dev0@galabinit.de. Ist es eine Person? Beim Schlafburschen ein Mitpodcaster hat das. Handelt es sich um eine Person? Ja. Eine Person, okay. Und Bursche sagt man ja grundsätzlich nicht mehr unbedingt. Naja, gut, okay. Heute. Das heißt, ein Schlafbursche ist einer, der damals, wenn die Jungs schlafen sollten, geguckt hat, dass sie auch schlafen. Nee. Schade. Ist der Schlafbursche sowas wie der Stallbursche, nur für irgendeinen anderen Zweck? Also für altertümlicher Ausdruck? Nee. Ich denke immer noch, dass es jemand zum Beischlafen. Also von mir aus gern. Aber auf jeden Fall, was ich eher gedacht habe, ist, das ist jemand, der wirklich nicht aufpasst, dass du nicht einschläfst. Vielleicht irgendwie beim Schmied oder so. Gibt es sowas heute noch bei uns? Oder ist das aus früheren Zeiten? Ich würde das heute, also ja doch, das gibt's heute noch. Ich würde das heißt anders. Okay. Ich hatte meinen Auszubildenden, basiert auf seinen Special Skills, hätte ich gesagt, dass der auch ein Schlafbursche war. War das eine berufliche Sache? Also war das schon eine richtige Aufgabe oder war das irgendwie so ein... So. Also es hängt tatsächlich so ein bisschen mit einem Beruf zusammen, ja. Vielleicht ist es die Nachtschicht in der Klinik. Nicht zwangsläufig mit einem speziellen Beruf, aber also zumindest in der Lösung ist ein Beruf als Beispiel genannt. Der Schlafbursche ist der Beischläfer vom Dienst. Das ist der schläft und den man nur wach macht, wenn man ihn braucht. Das ist ein Prostitut. Also der Beischläfer vom Dienst. Oder Sexarbeit. Vielleicht ist das sogar. So. Nein. Ich weiß halt nicht, ob es das heute noch gibt. Und die Antwort ist leider gar nicht... Also die Antwort ist relativ trocken. Aber ich kenne das noch aus den Geschichten von früher hier. Schichtdienst, Bergarbeit. Und wenn der Bergarbeiter aufgestanden ist und auf Schicht gegangen ist, hat währenddessen halt ein Jüngling, der noch alleinstehend war, bei ihm im Bett geschlafen, sodass dann halt... Das warm war? Das ist die Antwort. Echt jetzt? Ja, ich dachte, die ist so langweilig, ich warte mal ab, ob es was Interessantes ist. Also, ich wusste nur nicht mal, was das Begriff ist. Quasi aus der anderen Perspektive beschrieben. Im 19. Jahrhundert gab es in vielen deutschen Städten junge Handwerksburschen, die sich keine eigene Wohnung leisten konnten. Sie schliefen für etwas Geld bei Familien, die ihnen ein Bett angeboten haben, was gerade nicht von einem Familienmitglied benötigt wurde. Ah, okay. Das beschreibt deins ja auch. Und heute würde man das hier Couchsurfer nennen. Airbnb, wollte ich gerade sagen. Ja, Airbnb oder Couchsurfer nennen. Ne? Das, ja.
Also hier im Saarland ist ja Bergbauregion und da war es halt früher gang und gäbe, dass halt einfach, wenn man halt auf Schicht war und das war ja Wechselschicht, dann hatte man da halt einfach einen Junggesellen mit im Haus, der dann einfach nur dort geschlafen und gelebt hat, während der Hausherr halt gerade auf Schicht war. Und da war das einzig Wichtige nur, dass die Schichten halt nicht gleich sind. Das hieß anders, ich komme aber nicht mehr drauf, wie man das da nannte. Schichtbonnet. Nächste Frage. Womit konnte eine mündliche Gerichtsverhandlung in Köln 1981 relativ schnell beendet werden? Weil einer der Teilnehmer stumm war. Nein. Das ist egal. Der Anwalt kann ja, Dolmetscher haben oder eine Dolmetscherin. Ich wollte auch mal Punkte aussagen, dachte mir, ich hau einfach mal raus. Wann war das? Ich glaube, das ist 1981. 1981. Der Richter ist nicht erschienen. Durch einen Bombenanschlag. Das ist älter als ich? Nein, nicht durch einen Bombenanschlag. Feueralarm. Durch ein Virus, das allen die Stimme lähmte. Nein. Lähmte? Das ist... Hallo? Ich kann nicht. Weil alle nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und dann wird die Gerichtsverhandlung beendet oder vertagt? Genau. Weil dann wird sie nämlich eher vertagt. Beendet. Also beendet im Sinne von Akte abgeschlossen. Nicht unterbrochen oder... Der Beschuldigte kam rein und sie dachten, der könne nicht sprechen. Und zwar eine mündliche Verhandlung. Dann haben sie ihn nach vorne gebeten. So, was haben sie zu sagen? Ja, ich war es nicht. Okay, Fall geschlossen. So. Nee, ich glaube, das ist. Ja, nee. Ich frage mich eher, ob das so ein Kuriosum ist, wie das rauskam, dass die Person, die geklagt hat und die Person, die angeklagt ist, genau die gleiche Person ist. Mir fällt auch kein Verein, wie das Kuriosus, okay. Und explizit ging es um eine mündliche Verhandlung. Also das ist wichtig, dass sie mündlich war. Kannst du verraten, ob es zivil oder Strafrecht ist? Zivil. Ja. Doch, dann müssen die vorher ein schriftliches Verfahren gemacht haben. Das heißt, es wurde auf jeden Fall hin und her geschrieben. Vermutlich, ja. Wahrscheinlich hat der eine gesagt, der andere hatte ihn beleidigt und der andere konnte aber gar nicht babbeln. Na, da bist du eher beim Strafrecht. Es war ein Nachbarschaftsstreit an der Grundstücksgrenze, wo sich drei Grundstücke treffen. Und zwei haben sich seit Jahren in den Haaren. Und dann sind sie vor Gericht erschienen, um das auszutragen. Und die dritte Partei, die dort mitwohnt, ist der Richter. Und der eröffnet mit, oh, come on. Und hat gesagt, nee, komm. Das es ist weil er das schon seit Jahren ertragen musste zu Hause. Es ist aber nicht dieser komische Fall mit diesem Bienenschwarm, oder? Nee, aber es, also so Wohnverhältnis ist schon mal nicht schlecht. Paragraf 962 Bürgerliches Gesetzbuch, der Bienenparagraf. Ja, hast du gegoogelt, ne? Das weiß ich. Aber nee, das ist ein ganz klassisches Ding, das ist wie der Grenzbaum. Der ist auch so ein Dämm, wo dann immer sagen, hör, die Juristen sind also komisch. Es geht bestimmt um mehr Parteienhaus. Ja, das hätte ich auch gedacht. Ja. Okay, das aber heißt... mehr Generationenhaus oder mehr Familienhaus? Mietshaus. Mietshaus. Mehr Familienhaus. Ja. Und die mündliche Gerichtsverhandlung war sofort erledigt nach diesem Termin, ne? Ja. Nach langem Hin und Her zwischen zwei Parteien aus einem Mehrparteienhaus kam vor Gericht raus, dass die gar nicht in derselben Stadt wohnen. Nein. Vielleicht aber nicht in derselben Straße. Alles eine Familie, aber auf verschiedene Wohnungen verteilt. Ja, aber dann kannst du ja trotzdem. Wurde das Verfahren abgebrochen oder hat der Richter eine Entscheidung gefällt und es wurde formal korrekt beendet? Es wurde beendet. Es wurde beendet, okay. Und das mündliche Verfahren, okay. Oh. Ja, dann ist meistens Schluss, also den hätte ich jetzt gedacht. Schriftlich, dass das dann wieder zurückgeht in ein schriftliches Verfahren, weiß nicht, es gibt bestimmt Sonderfälle, aber es wäre mir neu eigentlich nicht, dann machen die eigentlich eher zu, dann gibt es Aburteilen oder Beschluss. Das ist gut. Ist das dann, aber das ist nicht in eine höhere Instanz gegangen einfach? Mhm.
Einfach Schluss. Gut. Waren die Beteiligten miteinander verwandt? Mhm. Okay. Also nicht, nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht verwandt, also die nicht Beteiligten wohnten in unterschiedlichen Einheiten. Eine Wohngemeinschaft? Die haben alle in derselben gewohnt, aber... Nee, also das hat damit nichts zu tun, sagen wir es mal so. Okay. Wasserrohrbruch? Mhm. Versucht, Schädlinge loszuwerden mit C4. Schimmel. Nein. Der Schädling, der loswerden wollte, war der Nachbar. Ja. Aber es hat nur mit Menschen zu tun. Es hat nichts mit irgendwie. Hat was, ist in der Wohnung was passiert, was vor Gericht ausgetragen werden musste? Nicht in der Wohnung. Im Garten. Auf dem Grundstück. Na, ja, auf dem Grundstück. Auf dem Dach? Ja. Auf dem Grundstück. Im Keller. Im Flur. In der Garage. Über die Kehrwoche. Nicht alle auf einmal, Kinder. Also, kann er nicht. Treppenhaus, aber ja, Flur. Treppenhaus. Sie hat den Kinderwagen ins Treppenhaus gestellt, das Rad war nicht zu 90% gerade gestellt, 90 Grad. Und deshalb hat der Nachbar sie verklagt, weil in der Hausordnung stand 90 Grad. In der Hausordnung steht oft, dass Kinderwagen und Co. Kinderwagen? Naja. Kinderwagen. Dass diese dass diese Dinge nicht im Flur stehen dürfen wegen Brandschutz oder so. Genau, Brandschutz, Fluchtweg, genau. Ja, und vielleicht Schuhe. Eine Rädchen, was nicht richtig stand. Nee, darum geht's nicht. Ja? Nein. Das ist aber auch so, es muss was Kurioses sein. Die Klassiker, wie irgendwie Schuhe da oder es hat er besoffen im Haus geschlafen oder rumgebrüllt, das kann's nicht sein. Fußmatte. Da hat er seine Kehrwoche nicht gemacht. Die Fußmatte hat auch nichts damit zu tun, die... Die hat, das war der Taschenschreier für Fußboden-Edition. Nee. Der hat seinen Taschenschreier im Flur liegen lassen und dann ging der los. Ja. Schmutzig, schmutzig, schmutzig. Nein, das war's. Schatz, du strahlst heute so. Dein Taschenschreier ist wieder losgegangen. Also ich gebe euch mal den Tipp. Ich hätte nicht anwesend sein wollen bei der Gerichtsverhandlung. Hat da wer einen Koffer stehen lassen, um das mal... Nein, okay, es war peinlich für irgendeinen der Beteiligten, ja? Nicht peinlich, nein. Es war... Okay. Tödlich. Während der Verhandlung tödlich. Hätte ich anwesend sein wollen. Mhm. Tödlich für einen der Beteiligten? Nein, nein. Nee. Musste sich wer ausziehen? Nein. Schade. Also ich hätte weder bei der Gerichtsverhandlung noch bei der Tat... anwesend. Bei der Tat, das klingt trotzdem wieder in der Strafrecht. Ja. Weil die Beweismittel vorgeführt waren. Tiere integriert? Nein. Okay. Die haben darüber diskutiert, dass das Defekieren im Flur zu sehr stinkt. Und der verteidigt hat, hat vor Gericht vors Pult defekiert, um zu zeigen, dass es gar nicht so riecht. Es geht um Gerüche. Gott, oh Gott. Einer hat vor die Haustür gekackt und der andere hat gesagt, es stinkt nicht so und der nächste hat vor das Richterpult gekackt. Aber es ist nicht dieses Kothaufen in der Tüte anzünden Ding. Nee. Kotzen. Es war ein Geruch, aber es war kein Da hat Punkt. Jemand besoffen dahin gekotzt oder was? Das wäre auch ejakuliert. Nein. Das ist vielleicht dieses Schild, was ich immer mal erwähne, wenn ich an dieses Bild auf Instagram denke, wo jemand einen Zettel an ein Auto gemacht hat und gesagt hat, ich habe ja Auto angepimmelt, aber ich sag ihn nicht wo. Das ist immer geil. Und dann denke ich mir immer so, es gibt eigentlich zwei Alternativen. Gepupst! Ich dachte, das heißt defekieren. Knapp. Nee. Kacken. Defekieren ist kacken. Nein. Das habe ich dann auch gedacht, ja, auf jeden Fall. Nichts in der Richtung, aber trotzdem rülpsen. Ein sehr, sehr unangenehmer Geruch. Weil jemand laut gerülpst hat und der musste das vormachen? Ja, wenn jemand wochenlang nicht geduscht hat. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Genau. Oder Windeln wegen einem Windelsack. Der Windeln im Flur gesammelt. Oh. Das wäre fast schon wieder zu klar. Aber dass sich vielleicht jemand nicht wäscht und das kommt aus der Wohnung raus, der Geruch, dass man genau weiß, das ist die Person. Jemand ist gestorben? Nein. Dann klagt er. Da kommt ja die Polizei. Klagen. Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er die Erben verklagt oder so. Ich glaube, das wäre abgewiesen worden. Aber was kann denn da passiert sein? Was riecht? Kochen? Wegen Kochen. Zeit nicht verbrauchen.
Normalerweise hätte ich auch Kochen gedacht halt, Kochgerüche. Aber die bringen eine Fischsuppe, ja, oder was? Wegen Nahrungsmitteln, wegen Fisch, wegen Fisch, weil jemand in seiner Wohnung Fisch geräuchert hat und die anderen kamen nicht damit klar. Nee. Nicht räuchern, aber vielleicht der Weihnachtskarpfen. Ist gerade mal, ja doch, also es geht irgendwo um Fisch. Fisch. Ach, das ist aber nicht dieser komische H.-Jörings-Köt-Film, Fisch. Ah, dieser aus der Dose, dieser der so stinkt. Dieser Fisch. Das lasse ich noch gelten, das war noch so halbwegs in der Zeit. Ich bereite immer nur vor, ich krieg nie die Punkte. Alles muss ich ändern. Ich nenne das, ich würde das immer als Gruppending sehen. In die Statistik würde ich es jetzt als Doppellösung aufnehmen. Ja, aber also tatsächlich begab es sich, dass zu Weihnachten 1981 eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus Süßströmingbrühe ja. Ihr Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Süßströming geöffnet worden war. Muss ich mal gucken. H. Jörings Kürtfall ist, glaube ich, was anderes. Ja, aber dieses Süßströming ist das Typische, was man immer... Schwedischer, ja, saurer Hering, der wirklich sehr... lange eingelegt ist. Unangenehm riecht. Er wird in... durch Milchsäuregärung konserviert. Lecker. Und ja. Also Sauerkrautfisch. Riecht intensiv, faulig und stinkend. Lecker. Aber ein Zivilklagenfall, weil jemand in der Wohnung gestorben hat, war, gab es doch tatsächlich irgendwie gar nicht so lange her. Da hat der Vermieter dann tatsächlich die Reinigung der Wohnung von den Mietern, vom verstorbenen Mieter, von den Erben wahrscheinlich, wollte das Geld haben. Oh. Und dann musste ein Gericht tatsächlich entscheiden, dass das normale Wohnnutzung ist, weil Sterben gehört zum Leben und ist deswegen normale Abnutzung, die halt passieren kann und ist das Problem vom Vermieter. Und okay, damit musste sich wirklich ein Gericht umschlagen. Ja. Okay. Das ist ja das Problem vom Vermieter. Ein Problem vom Menschen. Der Mietvertrag endet ja mit dem Tod. Ab dann ist er ja nicht mehr. Das klingt wie eine Folge von einem Tatortreiniger-Spin-Off oder so. Irgendwie schon, ja. Ja, aber da müssen die Beteiligten halt da sein. Also es geht, glaube ich, dann vor allen Dingen um das Wiederherrichten der Wohnung, dass dann der Vermieter eigentlich zu tragen hat, dass der neue Mieter oder neue Mieterin einziehen kann. Wollen wir zur nächsten Frage? Ist mir zu viel. Was Schönes. Ja. Könnt ihr vorher kurz einen Latenztest machen? Ich glaube nämlich, dass ich mindestens 3 Sekunden Latenz hier habe und deshalb die ganze Zeit dazwischen... du bist auch ein bisschen arg leise. Du kannst dich, glaube ich, noch Mühe... Also Bild und Ton kommen bei mir sehr synchron an. Wollte ich gerade sagen, bei mir auch, ne? Ja, dann ist es einfach das, das geht, das ist, was wir im OBS Ninja direkt sehen. Ist halbwegs latenzarm. Okay. Warte, Holm, ich zeig dir ein Herz. Ja? Passt? Ah, ein Herz. Oh. Vielleicht hat auch jemand eine lange Leitung. Und nein, ich hoffe nicht. Und das nach Weihnachten. Habe ich gar nicht. Ein Herz für Holm, meine Damen und Herren. Oh, wir brauchen so Sticker, ein Herz für Holm. Ein Herz für Holmster. Oh ja. Mit der Friese. Ah, das ist die Sache. Das war das mit dem Stinkefisch. Jetzt. Ach, der Rochensau. Ich dachte, der hört sich komisch an. Ich bin Time Lord, ich darf das. Spoiler. Was? Wir kommen zur nächsten Frage. Was musste die NASA im Jahr 2006 öffentlich zugeben? Dass sie von der ESA Informationen klaut. Irgendein Raumschiff falsch gegangen? Die haben Kontakt zu irgendeinem Dings verloren. Da dass sie zugeben, wirklich dass auf dem Mond waren. Tut uns leid, das mitteilen zu müssen, aber Leute, wir waren tatsächlich dort. Das mit der Flagge. Also, wir müssen das jetzt mal erklären. Es hat mit der Mondlandung zu tun, Es hat mit der Mondlandung zu tun, dass Neil Armstrong niemals seinen Fuß auf diesen Mond gesetzt hat und diese Flagge schwebt gar nicht da oben, sondern die hat er verloren. Da war aber irgendwas. Da steht keine Figur, obwohl das behauptet wird. War da nicht irgendwas, dass die da was zurückgelassen haben und das gibt's da nicht?
Und das mit der Flagge ist es auch nicht, warum die sich bewegt hat oder warum nicht. Das ist ja immer ein Teil der Verschwörungstheorie, glaube ich. Ne? Dass die sich ja bewegt hat und das muss ja Wind gewesen sein, weil auf dem Mond ist ja keine Atmosphäre und deswegen kann das sich nicht bewegen oder so. Geht das? Dass sie das Scheitern der Mission vorbereitet haben, indem sie schon fertige Filme, Reden und sonstiges Zeugs das ist gar nicht Herr Armstrong also, war. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, nee, aber nee, das ist es nicht. Es hat also was mit Neil Armstrong zu tun. Wenn es jetzt die Schwurbler wären, die Schwurbler haben jetzt was Neues, die sagen jetzt halt, ja, die Amis waren wirklich auf dem Mond und dort haben sie Corona gefunden und haben sie eingeschleppt. Das ist. Und vom Mond haben sie die Impfung mitgebracht. Es kommt auch demnächst so ein Film, irgendwie Moonfall, der so irgendwie so in den Teaser, also man muss mal wirklich nur den Teaser gucken, an den Trailer voran. Weißt du den Film schon wieder? Ja, ja, beim Teaser geht es irgendwie nur darum, hier, der Mond kommt zu uns, du siehst irgendwie, wie der Mond halt. Das der Erde doch. Sich nähert. Und Melancholia endet doch so. Und andere also Trailer. Es geht um die erste berühmte Mondlandung. Genau, es geht um die Apollo 11 Mission, ja. Apollo 11. Es war insgeheim Apollo 10, weil sie eine gefaked haben. Ist das so ein bisschen wie bei Apple, dass man einfach sagt, guck mal, wir machen jetzt iPhone 10. Ciao. Dann haben die einfach irgendwo weitergezählt. In Wirklichkeit hatten die noch einen mehr dabei, als sie da hingeflogen sind, und der wohnt heute noch dort. Und das ist der Mann im Mond. Aber eigentlich war diese komplette Mission nur eine große Wachablösung. Können da zwei Schiffe gleichzeitig, zwei Raumschiffe gleichzeitig gestartet sein? Kann ich die Frage nochmal hören? Ja. Vielleicht ist das der Trick. Was musste die NASA im Jahr 2006 öffentlich zugeben? 2006 also musste die NASA was öffentlich zugeben. Ein Fehler. Die NASA musste wahrscheinlich, dass sie nicht die Ersten da oben waren. Hm. Geht es um was, der war gut. Schiefgelaufen ist? Dass sie zwischendurch keine Ahnung hatten, was eingeplant war, und warum es funktioniert. Es geht nicht um die Mondlandung an sich. Falsche Messwerte? Was? Wasser auf dem Mond, was sie eigentlich eher wussten oder sowas? Nicht um die Mondlandung an sich. Dass die Dauer, hat es was mit dem Flug zu tun an sich? Sie sind auf dem falschen mit Mond der Vorbereitung? Gelandet. wir waren gar nicht auf Yavin 4, wir waren auf Yavin 3. Verdammt. Ja. Tut uns leid. Nee, wie hieß der Planet bei Star Trek Zorn des Khan? Oh Gott. Ja, CT Alpha 5, ne, und sie abgesetzt auf CT Alpha 6, ja. Nee, das ist nicht. Du sagst, das hat schon mit der Mondlandung zu tun, aber nichts mit den Vorgängen bei der Mondlandung oder so. Mit der Vorbereitung. Nee, auch das nicht. Also, mit dem Abschluss? Also mit irgendwas mit der Mondlandung hat es ja zu tun, ne, und es war die NASA und zwar 2006. Die sind viel länger da oben geblieben, die haben noch einen kleinen Urlaub gemacht. Wir müssen nur noch was in der Abrechnung machen. I believe I can fly wurde eigentlich von Louis von Herrn Armstrong geschrieben. Ich dachte Wonderful World. Das hätte ja auch sein können, ja. Es hat was mit der Mondlandung zu tun, aber nicht mit der Landung an sich, sondern mit irgendwas drumherum. Mit dem Start. Ja. Vielleicht mit der Konsistenz, mit dem, was oben geblieben ist, mit dem, was sie aufgenommen haben. Ist das Kuriosum auf dem Mond passiert? Nein. Ist das Kuriosum auf der Erde passiert? Es ist auf der Erde passiert, sozusagen. Also der falsche Astronaut ist losgeflogen. Es war Longston Armstrong und sie haben ihn als Neil ausgegeben. Ach Neil, siehst du, ich hab die ganze Zeit Louis ausgesagt. Dolly. Lance, du kennst sie ja, die Brüder. Lance, genau. Louis zum Bobbeln. Lance war oben, ja. Nee. Oh, jetzt reißt Lance Kabel runter. Ist das was bei der NASA passiert ist während der Mission? Aber beim Bodenteam auf der Erde? Also bei der NASA, aber nicht während der Mission. Im Steuerungsraum gab es da nicht so ein Funkproblem oder so? Aber es war ja nicht während... Ja, beim Start oder so. Haben die sich nicht verzählt?
Doch, ich erinnere mich, die haben sich doch irgendwie verzählt oder so. Die haben doch so komisch runtergezählt und der ist eins früh los oder 10, so. Ja, nee, das, was du meinst, 7, ist, glaube ich, warte. Dieses... Oder hochgezählt und runter und was anderes ja, gemacht dann. Das, ich glaube, mit dem Runterzählen, das hatten wir schon mal als Frage, das kommt, kam aus einem Film. Ja. Wo gesagt wurde, wir zählen jetzt runter, weil sonst, wenn wir hochzählen, weiß der Zuschauer gar nicht, was passiert da jetzt und wie lange dauert das. Ja, noch. Ja. Deswegen wird runtergezählt. Nee, das, was du meinst, ist, dass verschiedene Raumfahrtagenturen entweder bei, also einige starten bei 0 und die anderen aber bei 1 und, ne, oder 1 und Liftoff und, oder 0 und dann nochmal. Nee. Bei den amerikanischen, das Mondfähre hebt bei 0 ab. Und die russische zündet bei 0 die Triebwerke. Ja, genau. Ist wie bei 3 oder auf 3, ne? Ja, also genau. irgendwo gab es den Gag neulich wieder. Wo man sich immer nochmal abbrechen muss. Also die NASA hat was zugegeben. Das ist ja sowieso schon mal was Besonderes, ja? Ja, aber mehr als die Deutschen. Das heißt, es kann auch nichts Specialiges gewesen sein, was irgendetwas von denen in Frage stellt. Wann hat die NASA eigentlich zugegeben, dass sie alle Pläne von den ganzen Mondlandekapseln verloren hatten, dass sie das alles nicht mehr nachvollziehen und nachstellen könnten? Das hatten sie auf dem USB-Stick, den hatte Edwin, war das wohin auch immer mitgenommen. Das geht in die Richtung. Was? Haben sie 2006 offiziell zugegeben, dass sie das nicht mehr hinbekommen? Dass sie nicht wissen, wie sie es geschafft haben. Ist da die Frist abgelaufen mit der Geheimhaltung der Dokumente, dass sie dann öffentlich wurden? Also ja, irgendwas Windows, in die Windows Richtung. 63 war das, ja. Sie könnten heute die Utensilien, also die Hardware, sag ich mal in Anführungszeichen, die sie damals hatten, nicht mehr zur Verfügung stellen oder benutzen oder sowas. Sie haben war schon dem, relativ sie, nah sie, dran. Haben, sie haben den Code von der Software nicht mehr oder sie haben die Pläne nicht mehr, um das Space-Dings, den Lander nachzubauen. Die Rebellen haben uns die Pläne gestohlen. Kann es genau. sein, dass gibt es da so eine Art Informationsfreiheitsanfrage halt und die Hoffnung, konnten die nicht beantworten? Weil halt die Pläne... Also irgendwelche relevanten Dinge sind ihnen abhandengekommen, haben sie nicht mehr im Archiv. Ein Bestandteil der Mission ist gestorben und der hat alles mit ins Grab genommen. Nee, aber das mit dem USB-Stick ist, glaube ich, das Ding. Da ist doch nicht rausgekommen, dass irgendwer... Da Sachen geleakt hat und einen Datenträger gehabt hat mit Daten von dem ganzen Unterfangen und ist damit abgehauen? Nee, darum geht's nicht. Also so ein Mitarbeiter, so ein Man-in-the-Middle-Ding, dass das irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gemacht hat, dachte ich. Hat es was mit einem Menschen zu tun, der Scheiße gebaut hat? Von nicht unbedingt mit einem Menschen. Okay, ein ganzes Team ist Spion unklar, gewesen und... Es ist unklar, wie viele Leute da involviert waren. Oder also gab es einen Maulwurf? Es gab mehrere Maulwürfe. Es gab ein ganzes Team, das nicht ganz so verschwiegen war, wie man es sich gern gewünscht hätte. Und die haben es weitergegeben. Sie haben sich verrechnet und es hat trotzdem geklappt. Aber eigentlich haben sie sich verrechnet und es war alles doof. Also Schrödingers Mondlandung. Holm, was hast du denn vorhin gesagt? Du warst ganz nah dran. Dass ihnen irgendwelche Pläne abhanden kamen, deshalb könnten sie die, Saturn 5? Irgendjemand hat aus Versehen auf ein Katzenvideo geklickt und plötzlich war alles fort. Ach, verdammt. Ich lass das mal Geld. Was? Katzenvideo ist die Antwort, oder was? Nein. Also, einem Bericht zufolge wurden alle Originalbänder der Mondlandung Apollo 11 irgendwann wohl aus Kostengründen versehentlich überspielt. Dieser Verlust ist erst 2005 aufgefallen. Ein Bericht ein Jahr später hat ergeben, so, Upsi! Weg, ups. Wir haben die Originalbänder nicht mehr größtenteils. Aber das sage ich doch seit 5 Minuten. Das hat doch nichts mit Katzenbildern zu tun. Aber sie haben die Bänder... Ich hab bestochen. Ich hatte eine NASA-Strümpfe. Der NASA-Bonus. Sehr. Die haben auf die Bänder haben sie dann Originalfolgen von Doctor Who gespielt. Genau. Auch schon wieder verloren gegangen. Ja, genau. Ja, die Alpen. Die haben sie ja verbrannt, ne? Irgendwie, oder? Also entweder auch überspielt oder verbrannt, weil das... Die liegen neben E.T. Das Zelluloid oder was ist das? Material der Rollen damals so entzündlich war. Ja.
Was sagt denn die Uhr? Ich habe meinen ersten Punkt gesagt, die Uhr. Yay! Ein bisschen können wir noch, ja genau, wir sind noch offenbar noch in der Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn? Wie lange ist unser Slot? Na, genug. Anderthalb Stunden. Ah, da haben wir ja noch. Also wir haben noch 10 Minuten mindestens. Dann gut. Wie gesagt, nicht unten raus. Das hatten wir jetzt schon. Ich habe auch gerade einen gesehen, die hatten wir auf jeden Fall in den Turnierausgaben, glaube ich, schon. Ich habe Ich habe ja auch noch, aber ich muss jetzt aufhören, weil das Ding ist, sonst schlafe ich dann nicht mehr. Es wird eh schon eine Unruhige, ne? Schlaf, das wird nur bewertet. Naja. Ja, Schatzilla macht's richtig. Die arbeitet eher am guten Schlaf als am Koffein. Ja. Ja, das könnte ich jetzt noch danach knallen, aber. Nee. Nächste Frage: Wie versetzte ein Golfer den kalifornischen Shady Canyon Golf Club in Aufregung? Er hat eine kleine Granate gespielt. Das ist immer, wenn man die Kugel doch da, den Golfball da so in den Sand spielt. Und dann ist es, der hat einen Golfclub in Aufregung. Also Aufregung ist schon übertrieben, ja. Untertrieben. Okay. Eher, also untertrieben. In helle Panik. Würde es eher beschreiben, ja. Er hat mit einem, wie heißt das denn? Hat das mit Geld zu tun? Nein. Mit Kopfbedeckung? Oh. Mhm. Mit Fracking? Nein. Mit seinem Schläger? Mit den Utensilien? Nee. Ich glaube, wir müssen mal gerade eine kurze Pause machen. Okay. Hat? Ist was kaputt? Na, ich muss mal kurz weg. Machen dann gleich nochmal neu weiter, sozusagen. Ihr könnt ja derweil überlegen, auch wenn ich eure Antworten nicht höre. Dann kann ich ja auch mal kurz weg. Ich bin sofort wieder da. Ich bin auch da. Was? Ja. Okay. Toll. Das ist jetzt irgendwie sehr plötzlich passiert. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um wenige Minuten, vielleicht auch Stunden. Du wärst ein wundervoller Nachrichtensprecher. Ich will das nur mal gesagt haben. Du sollst dich mal beim Holm bewerben für seine Intros zum Podcast. Definitiv. Ist kein Problem. Ich habe ja schon was für ihn eingesprochen, das hört er jetzt noch nicht. Ich hatte für den Adventskalender-Ding gemacht tatsächlich. Achso, ja, die haben wir leider relativ wenig gehört. Wir wären auch noch ein Türchen schuldig gewesen. Ich bin aber so frei und nutze die Zeit kurz und gehe auch eine rauchen. Ja, dann nutzen wir das jetzt für unseren Pitch unseres gemeinsamen Zweier-Podcasts, den wir jetzt demnächst starten. Keine Ahnung, was es geht. Dabei ab ja zwei, Stunden, aber den. Dabei ab, das finde ich sehr gut. Dabei ab zwei, .00, damit die Lizenzprobleme mit dem MDR natürlich nicht so nah sind, wenn ihr das jetzt hört. Ich weiß, wer bei Ihnen im Justizariat arbeitet. So, das bin ich. Das will ich nur gesagt haben. Aber weiß ich nicht, wie man das sonst nennen kann. Worum geht es in diesem Format? Ja, das wäre jetzt die Frage. Das müssen wir jetzt gemeinsam rausfinden. Spiel, Spaß und Spannung und Katzen, meine Damen und Herren. Betrachten Sie Katzen in ihrem natürlichen Habitat, wenn sie sich langweilen oder nachts nicht schlafen können. Der Dreisat, der Sender, der hat das früher auch gemacht mit dem Aquarium. Heute gibt es Katzen-TV. Gibt es eigentlich schon einen Podcast, wo man einfach jeweils pro Folge 10 Minuten einer Katze beim Schnurren zuhören kann oder so? Das ist, glaube ich, eine Marke. Nee, aber immer wieder dieselben Geräusche auf 10 Minuten. Komm, richtig hier über Katzen, tauchen hier zwei auf. Die nebenan pennt. Weiß nicht, die kommt nicht. Die reagiert auf mich dann nicht so. Ach, guck, dabei ab 3. Dabei ab 3. Und schon wird aus unserem Zweier-Podcast ein Dreier-Podcast. Ach, guck, die Katze will doch mitmachen hier. Süß. Ihr habt so lebendige Mäuse und hier, da wird einfach nur hoch und runter gerannt. Wenn man dann anfassen will, dann ist so, ach, das ist ja auch eine. Gehen sie weg. Jetzt mal hier mehrere Katzen in die Bilder bekommen. Max Snyder's Katze. Also ich habe. Die saß ja beim Day of the Podcast schon auf seinem. Also so auf ihm hinter, das war nur den Schwanz da. Da habe ich noch Screenshots davon. Das sieht aus wie so ein Tag. Ich erinnere mich dran. Wie die aus dem Kopf kommen.
mit dem Stuhl geht das jetzt nicht mehr so ganz. Das ist nee. Etwas schwierig. Bei Schatzilla hat gerade entdeckt, dass der Stuhl schön warm ist. Ja. Ja. Mir wurde gerade vorgeschlagen. Im Internet. Mir wurde gerade vorgeschlagen, ich soll mich bei Holm als Nachrichtensprecher und Introsprecher melden, weil ich jetzt gerade gesagt habe, als ihr weggegangen seid, noch die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um wenige Minuten, vielleicht sogar Stunden. Und so ein Kram. Aber ich weiß ja Bescheid. Ich weiß ja, wie du mich findest. Was irgendjemand genau, noch, was ich frage war? Ich glaube, kann nicht bei mir stimmen. Wer sitzt in der Badewanne? Badewanne? Wasserkanne. Herr Müller-Lüdenscheid. Mm. Oh, haben da eine Nudel. Vorsicht, damit man schnell verklagt. Irgendwann die Tage war jetzt lange Loriot-Nacht auf dem NDR. Ich klage nicht. Da lief auch gerade die Folge, als ich reingesäppt habe. Ich hab da mal dann auf die Aufnahme mit der Nudel oder die mit dem Adventskranz? Ich habe tatsächlich letztens geguckt an Weihnachten, ob da was brennt und was. Zwei Kerzen brennen. Im Echt? Hintergrund. Bei mir hat keine gebrannt. Der Adventskranz ist doch links im Bild. Ja, da brennen zwei Kerzen. Hä? Ich guck mir so mal. Am Anfang war dann oder der Bildschirm war zu dunkel. Oder zu hell. Oder es gibt verschiedene Szenen, in denen da in der einen brennt was und in der anderen brennt nichts. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch, ne? Irgendwie. Das hatten wir tatsächlich in der Folge, dass so als Gag irgendwie mal brennen, mal brennt eine, mal brennt vier, mal so irgendwie ein Kranz mit 16 zu sehen oder so, wäre ein lustiger Gag gewesen. Also ich dachte, da hat kein, am Anfang, also als die das, als die ganze reinkommen. Nein, in dem nur im Gedicht Advent ist blaue Ach Nacht. Ach so, da. Nur da. Weil in dem Zimmer, nicht? Wo der, na, vorher nee, und hinterher, nicht. In dem Zimmer, da brennt nämlich keine. Ach so, das kann sein. Da gibt es nämlich auch einen. Wahrscheinlich habe ich das deswegen, also ja, missverstanden, weil ich da eher an das Drumrum dachte, aber nicht an das Gedicht. Kannst du mal sehen. Missverstehen, mies. Ich fand das sehr schön, dass, ich glaube, Holm und meinen Schlumpf. Holm und Uwe alle Fragen eingesprochen haben und dann nach dem Motto, hier, sucht ihr aus. Ja. Weil dann kamen nämlich dann noch welche von anderen Leuten und dann konnte ich so ein bisschen sortieren, dass so ein bisschen verschieden, dass alle einmal zu hören sind, nach Möglichkeit. Ich habe nur die vorgelesen, die noch nicht abgehakt waren. Zumindest bei den Chats. Ich auch, aber ja, das war halt noch einiges. Naja. Deswegen, ja, das stimmt. Das Doofe war auch, man konnte, glaube ich, ohne Account in dem bei Dropbox Paper gar nichts machen. Genau, durch. Also ich habe keinen Dropbox-Account gehabt, deswegen hat ich dir Bescheid gesagt. Das war irgendwie ganz ja nichts für sie. Okay, so, wo waren wir jetzt? Ich bin gerade wieder da. Wir machen jetzt nochmal Schnittmarke. Und dann kommt jetzt nochmal die Frage mit nochmal 19 Minuten. Hatten wir gerade jetzt angefangen. Wie versetzte ein Golfer den Shady Canyon Golf Club in Aufregung? Wann war das? Ne? Ist egal. Lana Del Rey kam vorbei und hat gesagt, das ist der Country Club, wo sie jetzt ihre Alben aufnehmen. Okay, wer ist berühmt für Golf? Tat er das durch eine Tat? Tiger Woods. Tiger Woods, etwas, genau. Was er dabei hatte. Tiger Woods hat zum ersten Mal seine Freundin gezeigt. Villa Woods. Niemand Berühmtes und er hat es durch eine Tat gemacht, sozusagen. Diese er Clubs hat auf dem Golfclub ejakuliert. Nein, nichts. Okay. Was habt ihr denn alle mit Ejakulat? Nichts Anstößiges. Okay. Diese Clubs aber sind ja immer sehr exklusive Gruppen, da darf ja nicht jeder rein. Mm. Und er hat wahrscheinlich einfach in der Vollversammlung vorgeschlagen, ab sofort lassen wir hier jeden zu. Und das war so ein Schreck, dass die Eingesessenen drei von denen tot umgefallen vor Schreck. Ich wollte gerade sagen, in welchem Jahr war das? Nö, ist egal. Das Jahr ist egal. Ach so, hätte ja sein können, dass es eine schwarze Person war und normalerweise durften nur Weiße da rein. Nee. Also es war aber aufgrund einer Tat. Ja, ich hatte vorhin auch gesagt, in Aufregung versetzt ist eigentlich noch untertrieben. In Aufregung. Die sind weggerannt, weil der irgendwie komisch verkleidet war oder irgendwie sein Krokodil mitgebracht hat. Ich sag ja so ein Scheiß. Hat was mit einem Tier zu tun? Nein. Da sind wir ja wieder beim Fracking. Beim Scheiß und so. Mit einer Tat, die sie begangen hat. Ja, war ein Mann. Okay. Der hat eine Dose Surströmming in eins der Löcher getan. Und die haben monatelang danach gesucht.
Nein. Man nennt das auch Fischbombing. Er hat keinen Golfschläger benutzt. Doch. Das ist nicht Fishing for Compliments. Er hat keinen Golfball benutzt. Cool. Er hat die Golfschläger benutzt, um jemanden, um was anderes zu tun. Er hat jemanden abgeschossen mit dem Golfball. Nein. Ist das so ein Golfschläger, wo man sieht und dann... Nein, also weder das, was Olli noch was Holm sagte. Er hat es gewagt, den Golfplatz vom letzten zum ersten Loch rückwärts zu spielen. Und das war so ein Affront, dass die alle total ausgeflippt sind. Er hat ein Wettrennen mit diesen Golfwägelchen gemacht. Aber es hat auch nichts mit diesem Wagen zu tun, mit dem Caddy. Er hat einen Rekord gebrochen. Er hat eine unvorstellbare Leistung auf dem Spielfeld in der Sportart Golf vollbracht. Nein. Kein Guinness World Record. Ja. Er hat etwas getan, was du sonst nicht auf dem Golfplatz tust. Ja. Er hat ins Loch geschissen. Keine Ahnung. Nein. Ich habe gesagt, nichts Anstößiges. Lauter Fäkalkram heute hier. Das ist die große Fäkalfolge, meine Damen und Herren. Das hast du jetzt gesagt. Er hat, auf dem Golfplatz ein Fußballspiel arrangiert. Nein. Fühlten sich die in Panik geratenen Personen bedroht durch ihn oder die Konsequenz seiner Tat? Aber eingeschüchtert. Also waren sie freudiger? Nein. Also es war auch nichts. Hat auch nichts mit den Golfbällen zu tun. Das also ist vielleicht sie waren nicht in Panik, sie waren hell aufgeregt, aber eher begeistert. Und nicht, ich kann auch noch den als Tipp geben, es war mehr ein Versehen. Er hat ein One-in-Hole gemacht bei einem Schlag, den falschen sonst Loch. Keiner tut. Nein. Ins falsche Loch getroffen. Hat beim Ausholen, nach hinten geschwungen, der Schläger ist weggeflogen und da war gerade hoher Besuch, der Papst war da und der hat den Schläger in den Kopf gekriegt. Mein Papamobil ist gecrashed. Durchs Papamobil durch. Ich glaube, da das hätte man irgendwann mal in den Nachrichten irgendwie gehört, aber nee. Da habe ich eine Geschichte aus meiner Kindheit. Wir waren irgendwie Opa in der Kur besuchen oder sowas vor über 30 Jahren und wir spielten dort Minigolf und da war so ein langer Flugball. Man musste wirklich richtig ausholen und mein Papa stand neben mir und hat dann zugeschaut, wie ich da ausholen. Den Ball habe ich nicht getroffen, aber ich habe nicht keinen Ball getroffen. Das Ding oder der Schläger oder der Ball oder so, irgendwas ist bei dem Schlag so weggeflogen, dass es die Satellitenschüsse getroffen hat und das aktuell laufende spannende Footballspiel konnte nicht mehr geguckt werden. Okay, eine Frage hat es was mit Golfball einem Schlag an sich zu tun? Ja, es hat mit einem Schlag. Er hat einen Golfball durchgeschlagen. Es hat mit einem Schlag an sich zu tun. Und dann, wie der Todesstern. Er hat das letzte Tier seiner Art erschossen. Kann der Holm nochmal deine Idee, die er gerade hatte, nochmal artikulieren? Er hat einen Golfball durchgeschlagen. Er hat ausgeholt und hat geschossen und dann hat wie der Todesstern ist er explodiert, der Ball. Nicht der, dein Ernst. Nee. Nein, okay, nicht, vielleicht hat er einen Golfball insgesamt zerstört. Mhm. Das wäre jetzt nicht so ein Vielleicht hat er einen Golfschläger zerstört an dem Ding, wo der Golfball drauf genupst ist. Vielleicht, weil das kein Golfball war, sondern was anderes, weswegen was kaputt gegangen ist. Ich muss auch gerade mal gucken, ob... das war der Google-Finger. Ich dachte, das wäre jetzt das Hauptwort-Finger. Ob er das mit dem Schläger das ausgelöst hat oder der Ball. Das geht hier aus dem... Ein Gewitter, ein Blitzeinschlag. Satz in der Lösung nicht hervor. Ein Funkenschlag und dann ist was... hat was angefangen zu brennen. Waldbrand. Nee. Ist das so hier, wo das so trockenes Gebiet ist oder so? Der Mann hat abgeschlagen und dabei ein paar Steine erwischt. Diese schlugen Funken und es hat angefangen, Feuer zu fangen. Und das habe ich noch gelaufen. Es brannten schließlich 10 Hektar. Was? Das habe ich mir ganz am Anfang, habe ich mir sowas, und da dachte ich, das ist viel zu abstrus. Das kann man nicht mal formulieren. Du musst das sagen, ist scheißegal, wenn es falsch ist. Das ist hier bei der Sendung, Wer denkt bei Brandschutz fatal dran, Golfplätze zu schließen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wahnsinn.
Das ist dann wirklich helle Aufregung. Ist ja hell, wenn die ganze Feuer. Ja. Da ging es heiß her. Ja. Manche mögen es heiß, ne? So, wir machen noch eine Frage. Nein, ich möchte mehr. Warum? Ja, dann hast du Blut geleckt. Warum ich so auf jeden Fall, Vater. Jetzt kennst du das Gefühl, was ich beim ersten Mal hatte, wo ich am hinterm Mikro stand und nicht weggegangen bin. Warum? 35 Zitter. Ja, genau. Warum bezahlt die Stadt Havanna einen Mann dafür, dass er den ganzen Tag eine Brille ohne Gläser mit sich herumträgt? Eine Brille ohne Gläser? Trägt er die auf der Nase? Das hatten wir schon in Leipzig. Das ist nämlich wie in Japan, wo die Häuser Löcher haben, damit der Geist des Drachens den Weg zum Meer findet. Ach so. Nee. Also das ja, ist eine, aber nee. Das ist eine Schmuckbrille. Aber der er trägt sie nicht auf der Nase, um die Frage von Oliver noch zu beantworten. Okay. Der guckt, ob andere Gläserstärke in ihrer Brille haben. Kann das sein, dass das so ein Brillenvertreiber ist? So ein bisschen wie der Schuhverkäufer bei Twin Peaks? Die Stadt Havanna bezahlt den, ja? Die Stadt Weil das die Havanna-Gläser sind. Es gibt so ein Havanna-Muster. Ich hab das mal gehabt, kein Scherz. Ja, dieses braun gesprenkelte Muster nennt man Havanna-Muster. Einfach nur ein Gestell quasi dann. Ja. Aber schon eine normale Brille. Das wäre eine normale Brille, das hat halt nur keine Ja, Gläser. Genau. Also wir reden von einer Brille, die man sich so... Aber er hat ja gesagt, er trägt sie nicht auf der Nase, ne? Genau, das ist nicht von Cookie. Trägt sie nicht selbst. Vermutlich ist er ein Kontrolleur für irgendwas und er zieht die Brille an, bevor er irgendetwas kontrolliert und das geht halt nur mit der Brille. Das ist so ein Gestell Beispiel mit so einer... Ein mit so Helm oder er kontrolliert... Ist das fungiert die Brille oder das Gestell als Prüfungsgerät für bestimmte Größen? Nee. Ist die Brille, zieht er sie auf, um sie zu benutzen? Nein. Okay. Bietet er sie anderen Personen an? Jein. Gegen eine Gebühr? Das weiß ich nicht. Sehen Sie Havanna mit anderen Augen. Nehmen Sie diese Brille. Wenn Leute dort geblitzt werden und zu schnell gefahren sind und angehalten werden, und sie dann sagen, ich habe das Schild nicht gesehen, ich habe meine Brille nicht an. Dann sagt er, probieren Sie die mal. Und wenn die sagen, jetzt ist viel besser, weiß man, die lügen. Okay. Aber das Schlimme ist ja, da sind ja gar keine Gläser drin. Das merkt man, da kannst du ja durchfassen. Da müsste ja Fensterglas drin sein. Also wir sind in Havanna nochmal, ne? Das fällt mir einem Brillenträger auf. Ein jemand, der keine Brille trägt, Havanna. Der merkt nicht, der weiß das nicht. Das fachlich. Hat es den Nutzen, also er wird vom Staat bezahlt oder von der Stadt, und hat es den Nutzen, um irgendwelche strafrechtlichen Dinge nachzuvollziehen? Sowas Nein. In der Art. Nee. Okay. Das heißt, scheiße, es ist irgendwas anderes, Mann. Also der hat es dabei, aber nicht als Prüfgerät. Genau. Es ist von der Stadt bezahlt. Wenn du eine Zigarre verkostest in Havanna, dann musst du eine Brille bei dir führen, sagt das Gesetz. Aber da ist es so trocken, da könnte ein Golfspieler einen Brand verursachen. Und deswegen hat man Angst davor, die Brillengläser da drin zu lassen. Nicht, dass die eventuell mal so einen Brand auslösen. Ja, gute Idee. Das, aber nee, es ist das große Brillenglas. Veräußert er diese Brille? Nein. Also er behält sie bei sich? Ja, ja. Okay. Und es gibt in ganz Havanna nur einen. Ja. Ist das mit einer staatlichen Aufgabe verbunden? Was genau meinst du damit? Also, ja, ist aber wo ist willst du hin? Ist der Teil einer Behörde? Also, dass der zum Beispiel Tourismusamt oder jetzt, ist der irgendwie im nicht, Stab Tourismus vom Präsidenten oder so? Es geht um Tourismus. Es geht um Tourismus. Er verkörpert nämlich irgendjemand, was weiß ich, er spielt irgendwie viel Castro. Ja, da sind wir wieder beim Havanna-Muster. Bietet er Fotoshootings an? Ja, quasi. Okay, das ist einer, der spielt irgendeine Rolle, die in Havanna total wichtig war. Und weil er sonst nichts sieht, wenn da Brillengläser drin sind, bietet er die Fotos so an oder die Bilder wirken wie Überwachungsvideos. Das ist, also ich glaube tatsächlich, das ist ein Fotograf,
an einer bestimmten Stelle, weil an derselben Stelle irgendein historisches Foto gemacht wurde. Und wenn man diese Brille aufsetzt und sich an dieselbe Stelle stellt, dann sieht man aus wie die oder kann man so aussehen wie die Person auf dem historischen Foto. Und das ist so ein Denkmalding. Nö. Und dann könntest du ja irgendwie da so Einwegbrillen oder so verkaufen. Also es hat den Sinn, Geld zu verdienen. Kann sein. Ja, also ich weiß nicht, ob es da Geld fließt. Hat was mit Wahrzeichen? Hat was mit Touristen zu tun? Ja, das hatten wir schon, Tourismus, ja. Und Oliver aber gerade, hat es mit einem Wahrzeichen zu tun? Kein Wahrzeichen. Mit also einer nicht. Person? Ja. Also eine berühmte mit einer Person. Statue? Ja. Das hat was ich mit halt, einer Statue zu tun? Oder du kannst ein Foto neben der Statue machen mit der Brille auf, dass du so aussiehst wie die Statue. Oder ist es eine VR-Brille? Die Brille ist für die Statue? Genau. Ja, weiter. Die haben eine Statue. Und man kann ein Foto dann von der machen, dass es historisch korrekt ist, wenn die Brille auf hat oder keine Brille? Nein, dass die Statue dich sieht, während du vor ihr stehst. Nee. Die Statue ist ja kein Glas hat eine Brille auf, aber die wird immer gestohlen und er steht da parat, um zu um die Brille aufzusetzen. Oh, ich jetzt! Mann! Warum da wird die denn aber gestohlen? Die Stadt Havanna ist ganz offensichtlich großer John Lennon-Fan, denn dort steht ein John Lennon-Denkmal. Aber die Brille von der John Lennon-Denkmalfigur wurde ständig gestohlen, also hat man sich entschieden, dass da extra einer rumläuft, der eine Brille ohne Gläser trägt. Und wenn du halt ein Foto von der Statue machen willst oder das machen willst, dann kommt er hin und setzt der Figur die Brille auf und dann, ja. Das ist doch aber bescheuert, weil ich mir die ganze Zeit denke, was haben die denn für Statuen, dass das so da rausgemacht werden kann? Wie klein ist das? Ja, das habe ich auch überlegt, ne? Also, weil dann, ja, Mindestlohn wenn das so eine große ist, ist das so dick. Also so fingerdick sozusagen ist doch dann mindestens der Bügel. Das trägt doch kein Mensch. Ich gucke gerade mal, ob man aus Kupfer oder was. Mindestlohn haben sie auf jeden Fall nicht, wenn es günstiger ist, jemanden anzustellen, dass er die Brille aufsetzt und wieder abnimmt, statt einfach jede Woche eine neue Brille zu kaufen, dahin zu gehen. Also, und vor allen Dingen bei Mr. Specs kriegst du sowas hinterhergeworfen. Oder bei anderen günstig Brillenmarken. Ich guck gerade mal. Es ist tatsächlich. Ich hatte ja so eine ähnliche Marke. John Lennon, der auf einer Parkbank sitzt und. Ja. Ja, sowas gibt's offensichtlich. In Brasilien also, es ist so eine gusseiserne Figur und halt in gusseisern. Was zu machen, wo was in der Mitte durchsichtig ist, ist wahrscheinlich dann doch irgendwie schwierig. Hä? Oder dann bricht es doch, ist da die Gefahr, dass das irgendwie abbricht und offensichtlich haben sie halt der Figur einfach eine Brille aufgesetzt. Und da hätten sie einfach das festlöten. Ja klar, also ich muss mal gucken, ich habe ein Bild aus Brasilien, da sitze ich auch neben einer Figur, die hat eine Brille auf. Brasilien. Das und das ist auch auf einer Parkbank. Ups. Oh, jetzt geht ja auch schon wieder die Zeit. ich wollte noch mal googeln nach dem. Jetzt müssen wir mal gucken. Und das ist, glaube ich, dieser Typ, der dieses Havanna-Lied gemacht hat. Quatsch, dieses Girl from Ipanema-Lied. George Roche, keine Ahnung, was. Und der hat, dachte ich, auch. Ja, sag's doch. Meine Güte. Und der hat auch eine Brille auf und die ist einfach nur so nah dran gemacht, dass man da sieht. Ich will das Bild jetzt nicht zeigen. Mann, ich such mal, ob ich das auf Google finde. Ach Gott, da kommt schon die Kohlensäure. So. Sabalot. Brasilien. Ipanema. Klappfeuer. Gute Quote heute beim Erraten der Fragen. Also. Ich habe Teilpunkte gekriegt. Stimmt, ja, mindestens. Ich finde den Namen nicht, ich finde mal Bilder davon. Dummerweise. Ich versuche gerade nochmal herauszufinden, ob der Golfer da mit seinem. Mit dem Schläger oder mit dem Ball? Ich tippe das Feuer. So, also das Foto, ich habe jetzt mal ein Foto rausgesucht, da sieht man sogar, dass die Brille durchsichtig ist.
Who knocked his golf ball into the grass that borders the fairway, struck a rock with his club trying to get the ball off. Ja, ja, club müsste der Schläger sein. Genau, ja. Also so. Das ist bestimmter der Typus, glaube ich. Funken schlagen. Weiß ich nicht. Aber Metall auf Stein, das kann funken, ja. Ja. Aber. Ah, ja, 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 das mit dem Schläger. Gibt es nicht auch verschiedene Schlägertypen? Also welche, die mit Metall sind, welche ohne? Ja, der hat versucht, er ist im Gras irgendwie und hat da versucht, den Ball rauszukriegen und da waren Steine und hat da sich dann mit dem Schläger in Felsen erwischt und verrückt. Hat dann, ja, den Felsen so uns getroffen, dass es da Funken geschlagen hat. Ja. Ist der Holm eigentlich eingefroren? Nö, nee, der bewegt die Augen noch. Das ist wie bei der Mona Lisa, steht die das, folgt einem auch immer mit den Augen. Okay. Sehr schön. Dabei hat der Holm schon so lustig abwechselnde blinkende Lichter hinter sich. Ja, bei mir blinkt immer quasi, nur der Drucker. Woran man quasi sehen kann, ob Bild steht oder nicht. Das jetzt steht das Bild. Es reißt am Schluss noch die Einzelne. Die Wäscheklammer vom Kongress. Klinkebundklammer. Ja, die ich verkackt habe. Die. Das Bild hing schief. Das ist das schade. Das ist da vom CCH. Was ich nie erleben durfte. Ja, genau, dieses. Das ja. Also, ich erkenne. Aber das, ja, das ich habe leider nicht in echt gesehen. Gepixelt. Ach, ist das gepixelt? Ich wollte gerade sagen. Ja, das ist das Pixel Art, ja, ja. Nee, das muss so, genau. Da hat jemand ein Pixel Art gemacht und das fanden offensichtlich Leute so toll, dass sie dann Ausdrucke davon offensichtlich haben die Leute. Und der Kuba fand unsere Ausdruckposter so toll, dass er mir eins davon auf Holz geleimt hat, sodass es dann noch ein Stück toller ist. Weil der Kuba der Allergeilste ist. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Hat er auch die Tuvat-Poster gemacht, die mit dem Schraubendreher, diese verschiedenfarbigen, nee, die habe ich heute mal auf Bildern gesehen. Also das Tuvat, den Schraubenzieher, das Ding, das hat der Gregor gemacht. Hier, Gregor Sedler. Aber auch die bunten Plakate, das Gelbe, das Grüne und so. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Oh, ich will die mal. Ich würde die oder kannst du ihn auf Twitter fragen, Gregor Siedlack. Siedlack. Der ist sonst, macht sonst auch Risszeichnungen für Perry Roden. Oh, für die cool. Hefte. Wow. Mhm. Ich weiß nur nicht, wer diese bunten Plakate gemacht hat, weil also das Muster, das glaube ich. Ob er das auch gemacht hat, da hat Lukas, ja so Sprüche dazu. Irgendjemand haben hier aus der Gegend, der ach, Perry Roden Risszeichen. Da hat er dann das. Ich finde den gar nicht so schnell. Das Engel-T-Shirt hat er dann ein sehr unglückliches Motiv, weil der Schraubenzieher das war dann. Schwarz auf schwarz. Nee, der Schraubenzieher hatte dann Flügel bei den Engel-T-Shirts und bei den Frauen war dann halt das Engel-Motiv hier so. Also die Flügel waren hier und das sahen aus wie. Hände. An einer sehr ungünstigen Position. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, wie auch. Ja. Dann. Schön, gibt's noch eine Frage? Ich will noch eine Frage. Ja, eine noch? Ich finde den Gregor nicht. Ein Bett. Ich gebe jetzt erstmal auf. Ich guck mal, was fröhlich zum Abschied, hab. So Friedhof was oder Schönes. So. Doch, wir haben eine Friedhofsfrage, ja. Die hatten wir jetzt schon. Wie also, viele Liter Kunstblut wurden für unsere neue Gästin? Ich wollte gerade sagen, wir hatten überhaupt keine Schätzfrage. Ja, nee, das war auch komisch, ne? Das war immer Teil des Turniers zuletzt. Ach so. Nee, wir hatten wegen der Friedhofsfrage, wir hatten immer in den letzten Sendungen, oder ich habe in einer der ersten, als wir letztes Jahr monatlich angefangen haben, gesagt, so zum Schluss noch eine schöne Frage, dann bin ich mit der Friedhofsfrage gekommen. Und die Leute so, was? Oh, das ist doch nicht schön. Hatten wir dann immer pro Folge eine Frage, wo es irgendwie um Friedhof, irgendwas mit Friedhof der geht. Ist sogar in einer Folge bei mir dann aufgetaucht, ja, als Werbe. Der Kipptester, ja. Weil ich über The Graveyard gesprochen habe. Ich blätter mal in diesem lustigen Buch.
Ja, du musst dann so Augen zumachen und dann Blätter, also hier, ne, so Daumenkino-mäßig und dann die erste Frage, so, ja. Choose your own Gala Benidin-Frage. Stanz! Hat jetzt schon Spaß. Okay, ihr habt es so gewollt. Warum pinkeln... Muss hier erstmal da und da. Warum pinkeln... Wieder für Kaien! Warum pinkeln Panda-Bären im Handstand? Weil da sonst die Beine runterläuft. So, fertig, Feierabend. Warum pinkeln Panda-Bären im Handstand? Weil Pinkel die beste Mineralstoffzusammensetzung hat, dann können sie es direkt saufen. Boah, ja, das ist bestimmt wie bei den Meerschweinchen, die ihre, die teilweise ja da nochmal halt schnappern. Oder? Markieren? Ihr Gesicht ja, oder was? Ja. Markieren ist gut. Da sind Hormone drin, ja, die, wenn die im Fell drin sind, da während das wird es am Bauch verteilt und dann können die anderen, die Weibchen, das riechen oder sowas. Es geht auf jeden Fall ums Markieren, ja. Ja, wenn du auf dem Handstand pinkelst, kannst du halt dich im Kreis drehen und hast direkt viel größeren Radius. Gott, machen das klingt wie Breakdance. Machen sie nur die männlichen oder machen es auch die weiblichen oder machen es beide? Das machen nur die männlichen Panda-Bären. Hat es was mit Markierung und Revierverhalten mit zu tun? Dass Pheromonen. Dann halt Typen, andere Typen nicht kommen? Bei der Baum, wenn die den hochgehen... Wenn das am Feld ist und wenn die hochklettern am Baum, dann beschmieren die ja den Baum und dann geht ein anderer nicht mehr den Baum hoch. Nee. Aber wo leben denn Panda-Bären? Stimmt. Panda-Bären leben doch, vielleicht bin ich jetzt falsch, ich habe das auch als Deko, aber nicht auf dem Baum. Nicht auf dem Mond, da wo hier Armstrong war. Ich verwechsel sowas gerne mit Koalas. Aber ein Panda, also dein Kopf ist oben, dein Gemächt ist unten. Grundsätzlich. Also bin ich ein Panda. Rein logisch. Warte, dir fehlen die Augenringe, nein. Aber? Das krieg ich. Oh, danke. Die machen das im Handstand, damit es in der Nasenhöhe des Gegners ist. Vielleicht von der Größe. Damit es dann höher am Größe, Stein mit der Größe zu tun, ja. Oh, irgendwie hab ich das schon mal gehört. Die sind Panda wirkt andersrum größer. Ja. Und ja. Wenn das und doch, dann wenn das pieselt der da raus kommt. Und dann wirkt der größer, wenn da ein anderer Panda kommt, dann sagt er, hallo, ich bin größer fast als du. Ich glaube, das kommt dann an Stellen. Das war's. Ich lass das mal, dass ich gelten. Also durch diese Art zu pinkeln, Ding zu klein ist. Durch diese Art zu pinkeln täuschen sie eine nicht vorhandene Körpergröße vor. Ja. Die Höhe der an Baum und Büschen angebrachten Duftmarke entscheidet nämlich über den sozialen Rang der Panda-Bären. Nicht also wer am weitesten, sondern wer am höchsten pinkelt, ist bei den Panda-Bären. Als du das sagtest, dachte ich ja. Aber will das doch sofort alle machen. Ah ja, wer hat den größten Kopf und die längsten Ärmel? Aber du weißt ja dann trotzdem nicht, wie groß, also ist ja tatsächlich. Ja, weil wenn du das am Baum machst und dich auf die Hände stellst, bist du größer, als wenn du das an die Hände, also wenn, dann müsstest du ja an die Hände machen und so. Vielleicht machen es ja, auch aber nicht der alle. Andere, aber der andere Panda ist dann ja auch größer, also das relativiert sich dann ja wieder. Muss der ja nicht. Vielleicht machen es auch nicht alle, ne? Das ist ja eben Abwehrverhalten. Die Kleineren denken, ach scheiße, der ist so groß. Weil der Schritt ist ja dann auf der Höhe, wo das Pippi-Ding sie ist. Also ist der ja noch mal größer. Die drehen das Bild ja also wieder um. Also grundsätzlich gesagt, geht das. Dein Gesicht ist weiter oben als das, woraus du pieselst. Ja? Wenn du dich auf den Kopf stellst. Jesus. Denkt jemand anderes, meine Güte, musst du groß sein. Ja, weil der denkt ja dann, machen. Auf der Höhe ist ja dann nur der Schritt, aber da kommt ja dann noch der Torso und der Kopf. Ja, also und zwei Drittel des Körpers. Einen langen Torso. 200 Jahre. Er stinkt nach Pisse, aber er ist riesengroß. Aber das Ding ist, aber dann sind ja wieder Leute von Nachteil, die in gewissen Regionen mit etwas mehr gesegnet sind, weil das hängt. Das heißt, es ist sozusagen die negative Länge.
Musste also 200 Jahre haben Panda-Forscher sich gewundert, wie es zum evolutionären Vorteil werden doch, konnte, dass sie Handstand machen können. Und wir wissen jetzt, Pandas brauchen auch eine gesunde Ernährung, ja? Okay. Ja, das mit dem Handstand. Spargel wäre ungünstig, wenn du dir solche Sachen angeholt hast. Aber die machen das vielleicht wie Yoga-AnfängerInnen. Die lehnen sich dann immer so im Dreieck mit den Beinen an den Baum an. Die kippen ja dann immer wegen dem Überhangmandat, das sie sich angefressen haben. Und dann sind die so im leichten Dreieck und dann kommt das da so dran. Eieiei, das ist doch eine schöne Matheaufgabe für dich. Werde eins mit dem Baum und du wirst eine Wärme fühlen, die von innen kommt. Oh, okay. Oh, der Panda außen. Oh Gott. Errechnen Sie den maximalen Einstrahlwinkel des Pandas. Gehen Sie davon aus? Einfallspinsel gleich Abstrahlwinkel. Ich denke, also entweder brauchen wir noch eine Frage oder hängt ein Abschluss, ne? Als er Kalko für die Wahrsagerin parodiert hat, er so ist so die Energie, die kommt von unten hoch. So. Das ist ja fast schon Horst Schlemmer, wenn der dann von unten. Der Max Snyder sucht seit 5 Minuten am Ausgang aus dem Gespräch. Pech gehabt. Das bekommt er nie so. Toilettenklappe zu, Affe tot. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Pinkeln Sie schief oder gerade? Oh Gott. Danke. Ja, aber die CDU ist ja gar nicht mehr in der Macht. Es gibt die Internetöffnungszeit nicht mehr. Sonst hört man nämlich, die zurückliegende Sendung ist für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Und steht im bundesdeutschen Internet deshalb erst ab 22 Uhr zur Verfügung. Ja, das war ja auch mal so eine Idee, dass man so Zugangszeiten für Internet. Ja. Ist ja immer noch so, dass aber in der Mediathek irgendwie bestimmte Sendungen irgendwie nur zwischen bestimmten Uhrzeiten abrufen kannst und tagsüber entweder gar nicht oder nur mit PIN irgendwie, ne? Ja, als Jugendschutzmaßnahme, weil die dazu verpflichtet sind. Aber unsere PIN wähle 6 mal die 6. 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
Und ja, im Januar machen wir vermutlich eine kleine Winterpause. Und dann geht es auf jeden Fall im Februar dann wieder monatlich weiter. Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich einfach schon für die ganzen Monate eine Doodle-Terminumfrage anlege und dann können sich die Leute da schon mal eintragen. Dann muss ich nicht jeden Monat wieder auf Twitter rumfragen und nerven. grün. Und ja, genau. Also falls ihr mitmachen wollt, dann immer mal auf den Twitter-Account lauern, wann dann die nächsten Sendungen angekündigt werden oder einfach mal per euch per per Menschen oder DM reinwerfen, sozusagen. Fragen einschicken könnt ihr auch, das tun die Leute auch fleißig. Ach genau, ich hab noch eine Frage. Eine Moment. Ja. Die habe ich eingeschickt bekommen. Und zwar eine Zuschauerfrage, ja. Muss ich gucken, ob ich es finde. Das ist schwierig. Warum? Irgendwo in den Twitter-Menschen war das. Ist aber gefährlich, wir könnten jetzt parallel mitgucken. Wonach? Aber der hat dann das ist sehr viel. Ja, dann wärst du aber doof. Nee, ich gucke nicht nach. Ich frage mich nur, steht da dann die Antwort mit dazu? Ach ja, ich habe es. Genau. Der Uwe kennt die Frage, glaube ich. Professor Oetker aus Bielefeld möchte wissen, welche von vier Schienen im Backofen die mittlere ist. Das kommt auf den Backofen an. Unserer ist ja. Hör auf, jetzt fang ich habe auch, an, also wir haben auch einen mit so vier Einschüben und da ist auch die Frage, ja. Dann musst du das Backblech nehmen, was nach oben steht. Das ist meistens dieses Gitter und da steht so ein Stück nach oben und dann hast du quasi die Hälfte von Schiene 2 und 3 und genau dann bist du auf Schiene 2,5. Ich wollte gerade sagen, weil du bist dann... Silke ihre Schätzfrage. Es ist nämlich nicht die, es ist nicht die Höhe, wo die Schiene die mittlere ist, sondern wo das Inlay sozusagen die mittlere ist. Das heißt, wenn du ein Blech nimmst, müsste man von der Tiefe des Blechs ausgehen. Jetzt so im Zweifel gedacht, die dritte von unten oder die zweite von oben. Ja, deswegen, wenn du das Gitter nimmst, das steht so ein Stück nach oben. Ja. Wunderbar. Oder du machst halt einfach nach Gefühl. Ja, die Diskussion gibt es aber jedes Mal. Das ist völlig egal, wie hoch du es reinschiebst. Oh. Da die untere Schiene eine Auffangschiene ist, ich mach alles auf Umluft, da ist er. Dann schreibe ich mir jetzt in irgendeine Profile rein. Das ist meine Pickup-Line. Ich mach alles auf Umluft, da ist egal. Das ist der Nachfolger von In meine Hütte geht's mal rein mit Holz. Oh Gott. Meine Damen und Herren, die neue Single von Olivia Strittermann. In meine Hütte geht's nur rein mit Holz. Ich mach alles mit Umluft. Mats ab. Oh mein Gott. Es kann nur besser werden. Nichtsdestotrotz habe ich die Lösung, da die untere Schiene eine Auffangschiene ist für Krümel und Brösel, ist natürlich die zweite Schiene von oben die mittlere. Okay. Das habe ich doch gesagt. Die zweite von oben, die dritte von... Ich habe es aber begründet, warum es so ist. Du hast auch begründet. Aber die Auffangschiene zählt nur, wenn du da was hast zum Auffangen. Ansonsten ist sie ja nutzlos. Die meisten Menschen haben da nichts zum Auffangen, deswegen machst du auf 2,5. Bei der nächsten physischen Veranstaltung, wo wir den Spaß hier machen, vielleicht beim Potsdok zum Beispiel im Sommer kommenden Jahres, da gäbe es hier wieder diese lustigen Kärtchen. Ich habe noch, 4 Stück habe ich noch. Und die sind schön. Ich habe ja eine schon. Gelb, ich möchte einen. Gelb-güldenen Cyberkarten. Vielleicht druckt die dann auch wieder jemand beim nächsten normalen Kongress. Ja, mein Bild fällt um. Wo die drin ist. Fuck. Ja, gut. Das war eine Odyssey. 36C3, da habe ich das gekriegt. Genau. Wann ist wo Holgi auf der Podstock? Bühne saß. Podstock
ist... Ja, 4 Wochen von Ferien war es, ja. Hat man schon geschafft. Irgendwo mittendrin, ja. Nicht Ende August, Mitte Ende August, sondern Anfang Juli, glaube ich. Holm, du hältst mich auf dem Laufenden. Ja. Danke. Aber also bisher stand auf der berühmten Plattform, auf der ich hänge, falls man mich sucht, Julia Leischig weiß, wo ich bin. Jetzt steht... Jetzt kommt das mit dem... Ich mache alles mit Umlo. Oh Gott. Da ist egal, ich was reinschiebe. Auf welche Hülsen reinschieb. Ja. In 5 Jahren ist das eine Frage. Auch wieder eine Frage. Wer macht alles mit Umluft? Warum wurde... Nee, okay, genau. Ja. Ich hatte jetzt gerade noch gesehen, weil der live, Tom noch live mal und auf Kamera aus dem Kontext zitiert werden. Ist auch genau. Schon. Ja. Tom hatte gerade noch mal die Telefonnummer in den Chat geworfen, aber es ja, traut sich niemand, möchte niemand, hat keine... Die haben Angst, alle Angst vor uns. Oder denken sich, nicht. Nee, da machen die ja nur mit Umluft. Stehen lieber auf über uns. Einer könnte mal anrufen. Was ich oder was? Nee, dann hört man mich ja doppelt. Ja, aber vielleicht. Einer. Ja, ich sehe es. Gut, dann. Bis dann zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Genau. Würde ich sagen. Schienen-TV. So ein paar Knöpfe. Ich habe mir heute übrigens den Fahrplan ausgedruckt, die Dinge, die ich mir heute anschauen wollte. Das war sehr lustig in beiden Podcasts. Die sind jetzt alle rum. In beiden? Ja. Warst du etwa im Schienencast? Ich war da vorhin. Im Umluftcast. Ich weiß nicht, wo ich war. Nein, ich. Das klingt dubios. Darfst du darüber reden? Muss ich Scully und Mulder holen? Nein, ich war ganz normal im Studio, Link. Nur leider etwas zu früh. Achso, vorhin. So. War aber sehr interessant. Ich werde diesen Podcast abonnieren. Ich wollte es nur gesagt haben. Und genau, damit das nicht passiert, schaltet man die automatische Einwahl nicht an. Ich habe das automatisch gemacht, weil ich immer 5 Minuten zu früh bin und pünktlich bin. Nicht so wie du, immer eine halbe Stunde zu spät beim Podcast. Per Default muss man im Studio-Link den Anruf entgegennehmen. Das kann man aber auch abschalten. Genau. Max Snyder, heute Nachmittag hat Twitter mich benachrichtigt, dass dir eine Nachricht von mir gefällt, die ich dir irgendwann vor einem Jahr geschickt habe. Und da stand drin, wie man genau dieses Feature aktiviert. Das war im Mai war das. Aber die Benachrichtigung kam heute Mittag. Ja, ich habe. Also du hast heute das Setting wieder gesucht und hast. ich hab nochmal den. Und hat sich so markiert. Ja, genau. Also irgendjemand fand meinen Anruf auch toll. Ja, stimmt. Ja, gut, dann. Thank you for joining us. Stay safe, stay well and have a great day. Bedanke ich mich nochmal für eure Teilnahme und bedanke mich bei der Technik, bei allen, die hier dafür sorgen, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Danke. Und also bedanke mich auch beim Tom, der in der Regie sitzt. Und beim Sascha in der Regie. Und die üblichen Folgen zu diesem Podcast findet ihr auf nichtgenialdaneben.de. Galabinitinnen heißt der Podcast. Wie gesagt, seit November letzten Jahres machen wir jeden Monat eine Sendung. Mit so 3 bis 4 Rategästen und wenn dann die nächste physische Veranstaltung ist, auf der ich zugegen bin, dann machen wir diesen Spaß da auch, wenn es sich anbietet. Ich hoffe, das ist... Mit Schnaps, ne? Das genau. Das war mit Schnäpschen, das, ja. Das Mal war das ja, mit Holgi und genau, Chris, mit Holgi und Co. Genau, wo wir Holgis Nüsschen trinken durften, beziehungsweise Udo hatte uns auch noch was gebracht, ne? Ich weiß es gar nicht, was Udo uns gebracht hatte.
Und dann gibt es jetzt hier noch einen kleinen Rausschmeißer. Aber vorher dürft ihr euch noch verabschieden und noch Shameless Self-Plugs machen zu euren Podcasts oder Projekten, was auch immer ihr in diesem Internet treibt. Tschüss, schönen Kongress noch. Merry Crisis, lasst euch impfen. Genau, lasst euch impfen. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin vorhin einen Podcast gecrashed und wirst dann bald Podcast selber aufnehmen, damit du das nicht mitnehmen musst. Genau, irgendwas mit Panda. Viel Spaß, es hat sau viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. War sehr schön. Ich schließe mich an. Ciao, ciao. Keiner von euch hat einen Podcast. Das gibt's auch nicht. Also ich bedanke. Gut, dann machen wir das jetzt nicht. Dies hier ist nicht HSE24. Hier geht es nicht darum, wer am weitesten oben pinkelt. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Schienen-TV. Meine Damen und Herren und Mischgeschlechter. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße alle, die mich kennen, die ganze Klasse 7C. Außer Peter, der ist doof. Ich grüße meine Katze und meinen Internetprovider. Ich möchte auch jemanden grüßen, und zwar Groove und Tiger und Molly. So. Okay. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Wahrscheinlich. Wir sind im Internet. Tschüss. Ciao.